liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der LearnTech-Themenwochen. Diese Maske begleitet uns seit einer geraumen Zeit und wird uns vermutlich auch noch eine Weile begleiten. Dennoch hat die Pandemie eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten geschaffen und die Digitalisierung vorangebracht, Distance Learning ermöglicht und uns gezeigt, dass Lernen auf eine fernere Distanz durchaus möglich ist. Plötzlich mussten Mitarbeiter, Studierende, Schüler auf Distanz gelernt werden, Wissenstransfer musste digital erfolgen und plötzlich kamen viele Fragen auf. Mein Name ist René Naumann, ich bin der Projektleiter der LearnTech in Karlsruhe, der wichtigsten und bedeutendsten Fachmesse zum Thema digitales Lernen. Und auch mit einem begleitenden Fachkongress beschäftigen wir uns gemeinsam mit unserem Team mit dem Thema Digitalisierung der Bildung. Genau dieses Wissen möchten wir gemeinsam mit der Community, mit Ihnen hier in dieser Woche teilen. Und wir freuen uns, dass wir in diesen Themenwochen eine Vielzahl dieser Möglichkeiten aufgreifen und auch Ihre Fragen, die Sie ganz gern im Panel stellen können, entsprechend mit zu beantworten. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam dann in dieser Themenwoche aktiv sind. Ich lade Sie ganz herzlich ein, diese aktiv mitzugestalten. Aber ich freue mich natürlich auch, Sie recht herzlich in der Messe Karlsruhe im Februar bei der LearnTech vom 2. bis zum 4. Februar 2021 hier in Karlsruhe begrüßen zu dürfen. Mit einem sorgfältig geplanten Hygienekonzept haben wir die Möglichkeit geschaffen, eine sichere LearnTech für Sie zu planen. Uns steht natürlich in erster Linie die Sicherheit der Besucherinnen, Besucher, der Teilnehmer, Referenten und so auch natürlich den Mitarbeitern an erster Stelle. Und wir freuen uns, Sie dann recht herzlich hier in dem Messegelände begrüßen zu dürfen. Doch zunächst wünsche ich Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung, wie man im Fernsehen so schön sagt, bei dieser LearnTech-Themenwoche. Und darf Sie recht herzlich nochmal bitten, natürlich auch gern mitzumachen, Ihre Fragen im Panel zu stellen. Wir werden versuchen, auf alle einzugehen. Vielen Dank. So, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum vierten Tag der Themenwoche Schule im Rahmen der Vorbereitung auf die LearnTech 2021. Wir sind heute im Studio in Karlsruhe und wollen mit Gästen das Thema schulische Normalität, Hoffnung auf Veränderung oder Konstanz diskutieren. Ich habe vier Gäste im Studio und begrüße zum einen Hans-Christoph Schaub, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, stellvertretende Leitung Referat 23. Herzlich willkommen. Sie können ihn im Augenblick noch nicht sehen. Wir werden nacheinander ins Bild kommen. Das ist ein bisschen Corona geschuldet. Der zweite Gast, Dr. Christian Büttner, leitender Direktor am Institut für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg, aber heute mit seinem Hut als Vorsitzender des Bündnisses für Bildung bei uns. Jörg Schumacher, der dritte im Bunde, Leiter des Stadtmedienzentrums Karlsruhe. Und neben mir steht schon Micha Palesche, Schulleiter der Ernst-Reuter-Schule. Ein Gast oder beziehungsweise einen Mitorganisator möchte ich noch begrüßen, das ist der René Naumann, den werden Sie heute nicht im Bild sehen, sondern der René verfolgt als Projektleiter der LearnTech hier gerade den Chat und das ist natürlich auch schon die Aufforderung an Sie, wenn Sie Fragen haben an einen Gast im Speziellen oder an die Runde im Allgemeinen, schreiben Sie es bitte in den Chat und an entsprechender Stelle würde ich dann immer mal gucken. Gibt es Fragen, Anregungen, Anmerkungen von Ihnen und die würden wir natürlich hier gerne in der Runde aufnehmen. Ich werde auch nach meiner Anmoderation und dem ersten Gesprächsgast aus dem Bild verschwinden und auch dann aus dem Off moderieren, damit Sie immer die Gelegenheit haben, zwei Gäste gleichzeitig hier zu sehen. Also es ist so ein bisschen wie beim Tischtennis, wir laufen hier um die Platte und versuchen dennoch unter Corona-Bedingungen eine interessante und spannende Diskussion für Sie zu führen zu Hause. Okay. Ich habe gerade schon angefangen, Micha, wir kennen uns schon relativ lange und sind häufiger im Gespräch und es sind immer aus meiner Sicht immer sehr, sehr spannende und anregende Diskussionen. Und Normalität ist ja jetzt so ein Begriff gerade in der Corona-Zeit. Der Wunsch war, nach den Sommerferien in eine Normalität zurückzukehren oder jetzt reden wir von einer neuen Normalität unter Corona-Bedingungen. Ja, du warst heute Morgen an der Schule, du kommst aus der Praxis, deswegen die Frage zum einen, wie sieht deine Normalität heute aus? Und wenn du zu einer Normalität nach Corona zurückkehrst, wie würdest du dir die wünschen? Das vielleicht mal so als Auftakt für unsere Runde.
Ja, also es ist schon anders als vor Corona, muss man sagen. Ja, die Bedingungen sind natürlich so, dass wir an den Schulen oder speziell auch an unserer Schule eben ja, ständig eingebremst werden von den Hygienekonzepten oder nennen wir es Pandemiekonzepte. Hygienekonzepte gab es vorher auch schon in den Schulen. Das heißt, gerade solche Dinge, dass wir eben die Schulgemeinschaft gar nicht mehr so erlebbar machen können oder spürbar machen können, das ist was, das trifft uns hart. Das heißt, in den Schulen in Baden-Württemberg ist das so, dass die Jahrgänge sich nicht mischen dürfen. Man darf im gleichen Jahrgang bleiben. Das heißt aber eben auch, wir können keine übergreifenden Aktivitäten mehr machen. Man muss wirklich auch gucken und planen, auf welchem Pausenhof oder wo dürfen irgendwelche Kinder spielen oder sich aufhalten. Und das ist natürlich für Kinder auch immer schwierig, aber natürlich auch von der Organisation. Letztendlich ist es natürlich auch eine Situation, von der wir ein Stück weit von Tag zu Tag denken. Ja, wir müssen eigentlich täglich damit rechnen, dass es einen Fall gibt, vielleicht von Corona bei uns an der Schule. Dann greifen die ganzen Maßnahmen, die wir da ergreifen müssen. Natürlich müssen wir umschalten, dann auch wieder ins sogenannte Hybridlernen beziehungsweise ins Fernlernen in bestimmten Bereichen. Ich glaube, das haben wir. Ist die Schulleitung agiler geworden? Gute Frage. Sie musste agiler werden. Ich glaube, bei uns war sie schon recht agil. Also deswegen auch die Frage, was heißt denn Normalität? Ja, ich glaube, vielleicht könnten wir das in Schulen ein bisschen mehr auf Realität abstimmen. Denn wenn wir gucken, so wie der Berufsalltag aussieht, unsere Welt um uns herum aussieht, dann ist sie durchaus auch vielleicht digitaler, als es das in Schule ist. Aber natürlich wird auch von uns verlangt und von den Schulleitungen, dass wir wirklich ja, von Moment zu Moment denken. Ja. Es war natürlich jetzt ein bisschen mit einem Zwinkern im Auge gefragt, weil wir leben ja in einer Welt, die immer schneller wird. Und die Digitalisierung hat uns ja nicht quasi erst mit Corona eingeholt, sondern sie ist ja auch sozusagen der Grund, warum Schule digitaler werden soll oder vielleicht sogar muss, ist ja auch, dass wir mit einer veränderten Realität unabhängig von Corona zu tun haben. Und da zielt ja so ein bisschen der zweite Part der Frage drauf ab. Wenn du dir die Realität nach Corona vorstellst, was wünschst du dir da eigentlich oder wo denkst du, geht's dahin? Ja, also ich denke, dass dieses Fernlernen nie wieder ganz verschwinden würde. Wir haben am Anfang von Corona das Thema gehabt, das kam ganz plötzlich. Viele Schulen hatten nicht die technischen Möglichkeiten, zunächst mal alles zu organisieren, dass man auch die Kinder und Jugendlichen erreicht, letztendlich auch zu Hause. Ein Learning von Corona war bei uns durchaus dieses, und das ist natürlich ein spannendes Thema, wie kann man sowas mit Schulpflicht vereinbaren, aber dass es durchaus Schüler gab, die hätten auch gerne weiterhin nach der Corona-Zeit jetzt wieder einen Tag zu Hause verbringen, hätten trotzdem dort gearbeitet, hätten auch wirklich was getan. Das heißt, müssen Schüler immer an diesem einen Ort zusammenkommen oder können wir auch an anderen Orten lernen? Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage. Auf der anderen Seite hat es aber auch gezeigt, dass man natürlich genauso Situationen hat, bei denen man Kinder oder Jugendliche nur schwer oder fast gar nicht zu Hause erreicht hat. Und wir natürlich auch nach Maßnahmen oder Lösungen gesucht haben oder auch in Zukunft schauen müssen, wie kriegen wir wirklich alle Kinder? Da kann natürlich Technik eine Rolle spielen, aber jetzt geht quasi die Kette los. Ja, es gibt quasi Geräte für die Kinder zum Beispiel, die zu Hause keine Geräte haben. Aber was ist, wenn die kein WLAN haben? Das funktioniert. Oder wenn da drei oder vier Kinder sitzen, die eben die Leitung so belasten, dass es nicht geht. Und da geht es dann schon weiter. Also klar ist es so, dass die Arbeitsweise sich durchaus ändert. Und ich denke, auch für die Kolleginnen und Kollegen war es zum Teil eine Umstellung. Lernen oder, wenn man es Unterricht nennen möchte, zumindest Kinder bei der Arbeit zu begleiten von der Ferne aus. Ich sehe natürlich durchaus eine Gefahr drin, darin, dass viele Schulen jetzt eben technisch digitalisieren und dass bei manchen Kolleginnen und Kollegen jetzt das Gefühl entstanden ist, ich kann jetzt eine Videokonferenz machen und weiß, wie ich quasi in einer Kultur der Digitalität arbeite. Das sehe ich ein bisschen so die Gefahr, weil es schnell gehen musste. Also mein Wunsch wäre, dass man quasi aus den Erfahrungen jetzt, die man in der Corona-Zeit gemacht hat, wirklich so etwas wie eine neue Lernkultur entwickelt, vielleicht auch ein Verständnis entwickelt, was heißt denn Lernen eigentlich in der Ferne oder auch in der Präsenz? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Und es gibt unterschiedliche Konzepte an den Schulen. Also ich kenne Schulen, die haben zum Beispiel 1:1 ihren Lehrplan, also ihren Stundenplan abgebildet. Und das kann ja, das wissen wir alle zum Beispiel aus Videokonferenzen, wenn ich dann 6 Stunden lang schon mal vor so einem Kasten hocke, das ist sowas von ermüdend. Das kann eigentlich gar nicht gut funktionieren auf Dauer. Das heißt, da muss man wirklich umdenken und auch anders arbeiten. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, wäre schon ein Wunsch Normalität im Sinne von Entschleunigung?
zu sagen, wir lehnen nicht alles ab, was wir an Erfahrungen jetzt sammeln mussten, unter Druck und unter Zeitdruck auch. Und jetzt sozusagen Normalität in einem entschleunigten Prozess mal darüber nachdenken, was ist pädagogisch sinnvoll, was wollen wir vielleicht auch wirklich in unseren Schulalltag davon dauerhaft etablieren. Das ist so im Augenblick ein bisschen, habe ich das richtig verstanden, so dein Mindset im Augenblick? Absolut. Also die letzte Zeit war wirklich, man hat kaum Zeit gehabt, durchzuschnaufen. Aber sicherlich wird sich daraus etwas entwickeln. Und die Frage ist nur, wo geht die Reise hin? Das ist jetzt die Frage. Aber vielleicht geben wir die Frage mal an den nächsten Gesprächspartner weiter. Du bleibst noch ein bisschen hier, ich rutsche aus dem Bild. Und Jörg, komm doch zu uns. Jörg, du bist Leiter des Medienzentrums hier in Karlsruhe und wir haben die Tage mal miteinander telefoniert und du hast gerade gesagt, ja, jetzt werden Geräte für die Kinder gebraucht, die vielleicht nicht das von zu Hause mitbekommen. Das war bei unserem Telefonat auch so ein bisschen ein Thema. Ich weiß nicht, ob sich das zwischenzeitlich jetzt geändert hat, aber auch an dich natürlich die Frage, wie sieht dein Alltag aus? Also wie bist du im Laufe, was waren deine Aufgaben im Laufe dieser Woche? Womit hast du dich beschäftigt? Also vielleicht ist ja aus meiner Sicht mal die Rahmung interessant. Ich beschäftige mich ja schon seit knapp 25 Jahren mit neuen Technologien und Lernen in verschiedenen Kontexten, seit 20 Jahren etwa in der schulischen Welt. Und ich habe immer Leuchtturmprojekte gemacht, tolle Ideen auf die Straße gebracht, grenzüberschreiten und alles. Aber man hat mir immer klar gemacht, ob das jetzt oben auf der oberen Ebene bis zur Grasscholle Schule war, warum das keinen Sinn macht, warum das nicht geht, warum das nicht nützlich ist und, und. Und jetzt kommt auf einmal Corona vorbei und jetzt macht wusch. Jetzt gibt es plötzlich einen richtigen, fetten Schub in Richtung Digitalisierung, in Richtung 21. Jahrhundert. Und das merkt man auch in meinem Alltag. Also was kam? Wir haben erstmal unseren ganzen gesamten Bestand mobiler Endgeräte vom Tablet bis zum Laptop an Schulen gegeben, damit dort bedürftige Familien, in Anführungszeichen, unterstützt werden können. Im Augenblick bereiten wir, also die Stadt hat jetzt gerade im Rahmen eines Soforthilfeprogramms 5000 iPads bestellt und 1400 Laptops. Und die Laptops sind schon ausgeliefert, die sollen über die Schulen auch wieder in Familien reinkommen. Und wir müssen jetzt, bereiten uns vor, ungefähr 3.500 iPads durch unser MDM, Mobile Device Management, zu jagen, wo wir Dinge schulartenspezifisch konfektionieren. Dann gehen die an Schulen und fort da wieder an die Familien. Und wenn man sich das mal anschaut, ist auch toll. Es gibt Bring Your Own Device als Idee. Aber im Bildungsbereich, um Gottes Willen, wenn die da mit ihren Geräten in die Schule kommen, und jetzt kommen sie mit ihren Geräten in die Schule. Also jetzt nutzt man, was man nutzen kann. Und ich denke, was Micha eben schon gesagt hat, die schulische Welt erhält hier einen richtig genüsslichen Impuls nach vorne. Jetzt hast du ja schon gesagt, jetzt hat das alles richtig Fahrt aufgenommen und ich denke, du bist auch, was das Thema Digitalisierung angeht, klang so gerade durch. Du bist froh, dass überhaupt die Digitalisierung jetzt mal so einen richtigen Schub bekommt. Auf jeden Fall. Ist auf keinen Fall etwas Positives. Dennoch führt es im Augenblick zu einer, zu Schwung in diesem ganzen Bereich. Angenommen, du würdest diesen Schwung jetzt mitnehmen können und Corona ist vorbei. Wo würdest du dann deine Hauptaufgaben sehen? Wo würdest du sagen, das muss der neue Alltag eines Medienzentrums sein? Jetzt, wo es mit der Ausstattung vorangeht, wie ändert sich die Rolle? Deine Rolle und die deiner Kollegen? Ja, ich muss mal sagen, für Karlsruhe, denke ich, ändert sie sich nicht großartig. Wir haben schon seit 2018 unseren eigenen Digitalpakt. Wir haben ein Digitalisierungskonzept im Auftrag des OB Mentrup für Karlsruhe gemacht. Dort sollen alle Schulen ans Breitbandnetz kommen, alle Schulen fett verdrahtet werden, also vernetzt werden, WLAN-Systeme werden aufgebaut, Präsentationstechnik in jeden Unterrichtsraum und Endgeräte. Also das läuft. Und dann haben wir parallel angefangen, mit den Leuten medienpädagogische Ideen zu entwickeln. Also erste Ideen, was kann ich tun? Ja? Und das ist unser Job die ganze Zeit. Wir hatten in den letzten Jahren bis zu oder circa 200 Veranstaltungen pro Jahr. Vom pädagogischen Tag bis hin zum Workshop, bis hin zur Unterrichtsbegleitung in Schulen. Also wir waren eine Ideenfactory. Und durch die Pandemie sind wir jetzt da ein bisschen mehr in die technische Rolle geraten. Aber was interessant ist, wir machen jetzt Medienentwicklungsplanung mit Schulen, machen Ist-Stand-Erhebungen. Und über die Ist-Stand-Erhebung können wir genau sehen, schulartenspezifisch, welche Bedarfe haben die Leute. Also was wir jetzt im Augenblick machen als Ziel ist, wir wollen erstmal
Medienentwicklungsplanungen bis Ostern abgeschlossen haben, damit die Stadt über die Hintertür wieder Drittmittel reinkriegt. Die Stadt finanziert die Digitalisierung aus eigenen Taschen. Und dann haben wir im Prinzip die Bedarfe der Schule an Ideen, an Fortbildungen haben wir auf dem Tisch. Und dann reagieren wir mit den Schulen direkt. Also das ist unsere Interaktion mit den Schulen. Wir sind dann wieder eine pädagogische Ideenmanufaktur oder Fortbildungseinrichtung. Ja. Also wir leben so in so einem Interaktionsprozess mit unserem schulischen Markt. Jetzt sind ja sowohl die Pandemie als negative Geschichte als auch die Digitalisierung, sage ich mal, neutral als Möglichkeit oder Herausforderung und Möglichkeit. Zwei Dinge, die schon eins im Wesentlichen gemeinsam haben, wir können sie nur gemeinsam stemmen. Und Micha, du hast gerade an vielen Stellen so genickt, ändert sich jetzt mit den beiden Punkten auch, Jörg, du bleibst hier, du bist noch nicht entlassen. ich wollte nämlich gerade die Frage auch Richtung Medienzentrum stellen, ändert sich die Kollaboration oder die Kommunikation, das Teamverständnis auch von allen an Schule Beteiligten, gerade durch solche Herausforderungen, ob es jetzt die Digitalisierung oder die Pandemie ist, weil häufig war Schule ja so ein System mit ganz klaren Verantwortlichkeiten und jeder hat sein Ding gemacht. Weicht das ein bisschen auf und ruhig mal anknüpfend an das, was der Jörg gerade gesagt hat? Ja, absolut. Ich meine, ich bin immer schon ein großer Freund von Öffnung der Schulen oder auch Öffnung des Mindsets. Und ich glaube, Corona hat ja aus diesem sehr bestimmten Raum Schule etwas Unbestimmtes gemacht. Zunächst einmal. Wir wussten ja erstmal alle gar nicht, wo es lang geht oder ja, wie es sich entwickeln wird. Und ich glaube, diese Öffnung tut Schule grundsätzlich gut. Also ich sehe tatsächlich eine Chance auch in der Pandemie. Ich sehe hier nur eine Chance in Richtung Digitalisierung, dass jetzt technische Geräte vorhanden sind, die genutzt werden können, sondern ich sehe eine Chance darin, ich sag mal, ich habe es vorhin schon gesagt, Schule ein Stück weit realistischer zu machen und so realistisch im Sinne von, ja, wie tickt eigentlich unsere Welt und wie arbeiten wir eigentlich zusammen und wie leben wir eigentlich? Und sicherlich gibt das auch nochmal oder kann es einen Anstoß darüber geben, wie wir den Lernbegriff einfach auch nochmal definieren. Also wie wollen wir heutzutage lernen? Was ist überhaupt relevant? Und Schule war ja früher schon ein System, das sehr geschlossen war und ganz oft auch noch so ist, bei dem man einfach die Türe hinter dem Klassenraum zumacht. Und ich glaube, das kann sich durchaus ändern, ja, indem Lernen mobiler wird, indem man auf einmal feststellt, ich habe vielleicht eine Gruppe, da brauche ich einen speziellen Input, die Kollegin ist aber im Fernlernen und nicht da, die muss ich also rauslösen, also brauche ich einen anderen Raum, einen anderen Ort, dann nutze ich die Gänge, andere Räume, dann merkt man, ja, wir müssen Schule innerhalb der Strukturen öffnen, aber letztendlich auch in Zusammenarbeit natürlich mit den Unterstützungssystemen wie Medienzentren, die einfach genau jetzt diese passgenauen Angebote machen, jetzt in technischer Natur, aber dann so, wie Jörg einfach auch sagte, ja, wir brauchen natürlich auch Fortbildung, wir brauchen da auch ja, Input von außen. Und ich glaube, das ist ganz relevant. Okay. Danke, Micha, erstmal an dieser Stelle. Du kommst nachher nochmal wieder in die Runde. Jetzt würde ich sozusagen unseren dritten Gast, Christian, kommst du vielleicht zu uns? Ja. Christian Büttner, du bist heute in der Rolle hier als Vorsitzender des Bündnisses für Bildung. Ihr habt eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt, ja, die letzten Jahre. Ihr werdet politisch wahrgenommen, ihr werdet sowohl von den Kommunen als auch von den Schulen als auch von Produzenten, Unternehmen in dem Bereich wahrgenommen. Also dazu erstmal für die Entwicklung, ja, erstmal toll. Und jetzt war sozusagen ja mit Corona auch so ein bisschen die Frage, wie könnt ihr jetzt als, gerade viel das Wort Hilfssystem oder Unterstützungssystem. Und ich glaube, ihr seid so eine Institution, die auch in der Kooperation versucht, an allen Stellen zu unterstützen. Wie hast du die letzten Monate erlebt? Wovon ist dein Alltag als Vorsitzender des Bündnisses für Bildung geprägt gewesen? Ja, ich habe ja zwei Hüte auf, das ist ja gesagt. Ich arbeite für die Stadt Nürnberg, bin dort verantwortlich für die IT-Strategie, die es schon seit 2017 gibt. Und ich fange mal damit an, warum die Stadt Nürnberg Mitglied ist beim Bündnis für Bildung. Und zwar ein entscheidender Punkt. Das Thema Schule kann man ja unterschiedlich sehen. Die einen sehen es als Gebäude, die anderen sehen es als Auftrag, Bildungsauftrag, andere sehen es als Kostenträger, andere sagen, müssten wir abschaffen, können doch die Kinder alleine machen oder Homeschooling. Also, das heißt, Schule hat für jeden einen unterschiedlichen Begriff. Ja, der eine bekommt Schweißausbrüche nachts, weil er schlechte Noten hatte. Und dementsprechend ist die erste Frage, wie bringe ich die Leute, die Schule betrifft, Schulträger, eine Kommune, den Bürgermeister, den Stadtrat, die Lehrkräfte, die Schulleitungen, und aber auch diejenigen, die Schulen ausstatten, beispielsweise IT-Unternehmen. Wie bringe ich die an einen Tisch, um mit denen mich auf Augenhöhe, und ich glaube, ganz wichtig ist auf Augenhöhe, sich auszutauschen und auch mal klar zu werden, erstens, wo stehe ich und wo will ich hin?
Und dieser Weg, den haben wir in Nürnberg schon viel früher begonnen. Deswegen spielt jetzt Corona hat nichts Gutes, du hast es vorhin gesagt, aber Corona hat eins gebracht. Corona war wie ein Brennglas. Es hat alle Mängel des bestehenden Systems aufgezeigt. Und jetzt versucht man natürlich, ja, ganz schnell Lösungen zu finden, damit es besser wird. Ja, wir haben ja auch im März noch davon gehofft, dass dann im Sommer Corona vorbei ist. Ja, dass jetzt jeden Tag, ich glaube, jeden Tag, wenn in der Schule kein Corona-Fall ist, ist ein guter Tag, sage ich jetzt mal. Ja. Und genau das ist das, was auch das Bündnis für Bildung ausmacht. Das Bündnis für Bildung ist ein, aus meiner Sicht, der wichtigste Verband für digitale Bildung in Deutschland. Und da sitzen eben Konkurrenten oder auch, sage ich mal, Leute, die eigentlich normalerweise auf der anderen Seite des Tisches sitzen, zusammen und überlegen, wie kann ich das Thema voranbringen. Also das ist genannt, bei uns sind die großen IT-Hersteller dabei, die Systemhäuser, Universitäten, Kommunen, Bundesländer. Und wir sind die Lehrerfortbildung. Und das ist genau das, was es uns ausmacht, dass wir sagen, wir haben über 100 Mitglieder und wir diskutieren Lösungen. Und zwar, wir werden niemals sagen, also diese Lösung ist die beste, sondern wir sagen, wenn du als Bundesministerium oder die Kultusministerkonferenz sagt, wir haben ein Thema, dann sagen wir, stell dir mal die und die Fragen. Und zwar auf verschiedensten Blickwinkeln. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und das ist auch das, was uns ausmacht und was unsere Expertise ausmacht, dass wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren und eben Lösungsvorschläge unterbreiten, beziehungsweise so ein bisschen wie ein Therapeut, der bietet ja auch nicht sofort an, mach das so und so, sondern sagt, überleg dir mal, wie willst du das Ziel erreichen? Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Jetzt hat Micha ja schon vorhin so im ersten Statement gesagt, naja, für mich eine Normalität bedeutet auch ein bisschen entschleunigter. Jetzt vermute ich mal, der Druck im Kessel war auch bei euch extrem hoch, weil alle Fragen an allen Stellen, egal auf welcher Seite des Tisches ich sitze, es gab mehr Fragen, als man Antworten sofort finden konnte. Wenn du jetzt, du hast gerade auch gesagt, Corona hat nichts Gutes, aber es war ein Brennglas. Für eine Normalität ohne Corona würdest du so schon mal sagen, da bilden sich jetzt ein paar Trends raus, die man auch in aller Ruhe dann mal weiterverfolgen sollte? Und wenn ja, welche wären das? Absolut. Also das, ich habe es gerade gesagt, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Satz ist oder eine wichtige Aussage ist für mich immer einfach machen. Das ist einer meiner Lieblings-Hashtags bei Twitter, den ich immer verwende. Und zwar meine ich das auf zweierlei Weise. Einerseits einfach machen heißt loslegen, Lösungen finden, diese aber so einfach zu machen, dass ich möglichst viele Leute mitnehme. Das ist ein Thema dafür. Und wenn natürlich, ich komme ja aus Bayern, am Montag der Herr Piazzolo in der Pressekonferenz sagt, also alle Bayern bekommen einen Dienstlaptop, dann habe ich am Dienstag oder am Mittwoch oder heute Morgen schon die ersten Anfragen, ja, wann bekomme ich denn mein Gerät? Das heißt, der Druck auf die Kommunen oder der Druck auch auf das Bündnis für Bildung bei uns ist natürlich sehr, sehr hoch, weil wir sofort Lösungen liefern sollen, die aber auch ganz viele Fragen aufwerfen, die eigentlich erstmal gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Ja? Du weißt es selber, Vergaberecht beispielsweise. Ja? Wie schnell bekomme ich eigentlich Geräte rein? Rechtliche Rahmenbedingungen, was darf eine Lehrkraft auf einem Gerät, was nicht? Welche technischen Lösungen gibt es dafür? Und da geht es darum, und dann kommt noch eine Sache dazu, wir sprechen ja immer von der Heterogenität der Bundesländer. Das ist ja nicht nur der Föderalismus der 16 Bundesländer ist die Herausforderung. Ich habe ja auch jeder Schulträger macht das unterschiedlich. Wir haben ja in Deutschland über 6.000 Schulträger. Das heißt, diese große Heterogenität, die es bei uns gibt, das ist die Herausforderung, um da zu sagen, okay, wie kann ich Schnittstellen schaffen? Wie kann ich Commitments schaffen und auf das aber auch, dass ich die Leute beteilige. Weil das Schlimmste, was ja passieren kann, wurde ja beim Digitalpakt auch immer prophezeit, ja, ihr kauft jetzt Geräte und ihr werdet sehen, das werden wie die damals die Sprachlabore, es werden Plastik- und IT-Wüsten werden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man sich eben überlegt, wo will ich denn eigentlich hin? Und wie nehme ich aber auch die Leute mit? Und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch in der Kommune. Ja, und auch in der Gesellschaft, die Eltern und die Schüler. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Jörg, jetzt viel gerade so Sprachlabore und Medieneinsatz, ich glaube, ihr habt alles, was jetzt so mit Plastik, ich denke da so an Video und DVDs und was es alles mal in den Medienzentren gab. Die Rolle hat sich verändert und du bist ja sozusagen an der Praxis, das, was Christian gerade sagte, die Digitalisierung ist etwas anderes als ein Sprachlabor und sind auch ganz andere Herausforderungen. Da kannst du vielleicht auch mal aus deiner
langjährigen Praxis mal sagen. Also wie siehst du aus mit diesen Erfahrungen jetzt den Schritt in die Digitalisierung? Er hat mich gerade abgelenkt. Ich kann nie nachvollziehen, warum alle Menschen auf das Sprachlabor schimpfen. Ich habe es genutzt und ich fand es geil. Ja? Also ich habe super gelernt mit dem Zeug. Gut, aber das beiseite. Digitalisierungsschule, also ich denke schon, es geht ja letztendlich darum, Medieneinsatz, was kann ich damit machen, wie kann ich arbeiten. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um sowohl als auch die eine Schiene. Und am Anfang... Diese DVDs, der schulische Bereich, der hinkt immer ungefähr ein halbes Jahrzehnt, ein Jahrzehnt hinter der gesellschaftlichen Wirklichkeit hinterher. Die Welt draußen ist extrem beschleunigt. Die Schule, die ist so in so einem Slow Groove gewesen. Wir merken aber jetzt, dass immer mehr, sag mal, virtuelle Angebote in die Schulen einziehen. Wenn wir jetzt auf der Schulseite immer mehr Endgeräte haben, dann können Schüler auch Medienangebote im Unterricht nutzen. Und jetzt gucken wir mal an, es geht hier ja nicht um Medien, sondern es geht um Kontextualisierung. Was mache ich damit? Wie setze ich es ein? Und wenn man mal Schulen oder die Lehrer sind für mich Experten des Lehren und Lernens. Sie haben, sag mal, eine Toolbox, wie sie einen Unterricht aufbauen. Die haben instruktionale Module. Dann haben sie zum Beispiel, was können wir sagen, Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Feedbackmechanismen, dann Klärung der Lernvoraussetzungen. Dann gibt es vielleicht noch so Ideen wie produktionsorientiertes Arbeiten. Die Kinder müssen ein Ergebnis erarbeiten, präsentieren. Und das sind die normalen Module des Lernens. Und das ist, muss man sich vorstellen, das wird im Moment alles in einen Schulraum gequetscht. Ja, der Schulraum, die Schule, die wir im Augenblick haben, das ist eine Lernfabrik aus dem 20. Jahrhundert. Da ist vorne eine Tafel, dann Stühle, Tische. Und jetzt muss ich meinen ganzen Methodenmix in diesem Raum machen. Die nächste Stufe wäre, ich verteile mich auf die Schule. Dann kommt einer... Also Datenschutz ist für mich ein Gräuel und dann wiederum der Brandschutz. Ja? Also Schutz hat Deutsche und Schutz, das hat Schutzstaffel, Schutzräume, ist immer ein bisschen zwiespältig. Aber jetzt gucken wir einfach diese Szenarien an. Ich kann die ausdehnen und im Idealfall wird aus der Schule eine Lernumgebung, in die ich nutzen kann, um diese ganzen verschiedenen Lernmodule, Prozesse zu organisieren. Und jetzt kommen wir bei Corona. Stellt euch vor, jedes Modul hängt an einem Gummi. Durch die Pandemie wird das Ding einfach nach außen gezogen. Und durch Technologie habe ich jetzt zum Beispiel, können eine Gruppe von Schülern miteinander arbeiten und ich betreue die über Technologie, über eine Konferenzlösung. Ja, also im Prinzip verlassen wir nicht das Alte, sondern wir virtualisieren viele Dinge. Und wenn die Pandemie vorbei ist, ziehe ich das wieder zusammen und organisiere Schule neu. Und das ist für mich das Ideale oder die Idee. Ich glaube, ich hoffe, dass wir über diese neuen Lernerfahrungen lernen, Schule neu zu denken, wie es der Micha zum Beispiel tut. Aber das kommt dann vielleicht automatisch. Also so in die Richtung. Okay. Danke erstmal an der Stelle. Wir reden vielleicht nachher auch nochmal über den Medienkompetenztag, der ja auch wieder im Rahmen der LearnTech stattfinden wird. Da werden wir sicher diese ganzen Themen und auch das, was du uns gerade so in einem kurzen Abriss mal gezeigt hast, wird ja auch für dich leitend sein, wenn du das Programm zusammenstellst. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal den vierten Gast mit an den Tisch hier vorne. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Schaub. Das Kultusministerium hat da sicher nochmal eine andere Perspektive und ich vermute, die letzten Monate waren hart für Sie, weil wenn man etwas adressiert, dann adressiert man es relativ einfach an das Kultusministerium und die werden da schon irgendeine Lösung finden oder die sind ja schließlich dafür verantwortlich. Und ich würde Ihnen gerne hier ein bisschen auch die Zeit geben, vielleicht mal Dinge etwas, vielleicht auch mal in aller Ruhe mal zu beleuchten, was sind denn die wirklichen Probleme, wo kann das Kultusministerium oder hat es unterstützt und wie sehen die weiteren Unterstützungsmaßnahmen für Schulen, wie sie der Micha Palesche gerade geschildert hat oder die Schulen, die ja auch ganz unterschiedlich sind im Land aus. Also wie haben Sie die Normalität der letzten Monate erlebt? Und dann wird natürlich die Anschlussfrage auch kommen, wie sehen Sie eine gewünschte Normalität, die dann vielleicht auch irgendwann mal nach Corona kommt? Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir müssen mit dem Begriff Normalität noch eine kleine Schleife drehen miteinander. Die Verfasstheit von Schule, die man jetzt sicherlich unterschiedlich bewerten kann und der Kollege Palesche mit sicherlich einem sehr zukunftsweisenden Modell auch schon mal gedehnt hat an der einen oder anderen Stelle, was die schulische Verfasstheit angeht oder wie es der Kollege Schumacher beschrieben hat mit diesem Gummibandgedanken,
Das ist ja alles ausgehend zu sehen von einer Situation, wo ich sage mal, die Spielregeln grundsätzlich vorhanden sind und auch nicht in Frage gestellt waren. Das Thema Digitalisierung als Teilthema der schulischen Entwicklung und der Reaktion auf globale Megatrends, wie übrigens andere Trends, die da auch weiterhin unbeantwortet im Grunde genommen ein Stück weit im Raum stehen, die Frage der zunehmenden Individualisierung unseres Lebens und unserer Werdegänge, die Frage insgesamt globalisierter Wirtschaftskreisläufe, sind ja alles Megathemen, mit denen Schule konfrontiert ist, an denen Schule arbeitet, auf einerseits einer inhaltlichen Ebene im Unterricht und auf der anderen Seite auf einer sicherlich strukturellen Ebene sich auch fragen muss, wie bilde ich denn diese Bewegung ab? Und nun haben wir, und das ist glaube ich das Erste, was man wirklich einfach auch mal herausstellen muss, wir haben eine Spielregeländerung gehabt. Ganz plötzlich geht es nicht mehr um Schule als sozusagen Ort, in dem gelernt wird, sondern als Schule, als eine Art von aufgelöstem, vielleicht virtuellem Ort, der Lernen organisieren soll oder unterstützen soll, was nicht mehr in Schule selber stattfindet. Und jetzt kann man sicherlich sagen, da sind ganz viele Dinge gar nicht gut gewesen. Man kann auch sagen, da sind ganz viele Dinge vielleicht auch bis heute überhaupt gar nicht beantwortet worden von Fragen, die sich in der Praxis stellen, von auch möglicherweise Teilthemen, die wissenschaftlich bereits durchdekliniert sind, wo man sagen kann, da gibt es seit langem technische Lösungen, da gibt es seit langem auch gute Theorien. Das war für Schule etwas, wo wir uns in einem vielleicht gemächlichen, man könnte auch sagen, in einem sehr sortierten Prozess auf den Weg gemacht haben und wo jetzt eben, wie gesagt, diese Spielregeln geändert wurden. Und jetzt ist es zuerst einmal, glaube ich, zu konstatieren, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Moment dieser Spielregeländerung sich im Spiel befunden haben, erst einmal an zwei Stellen vor völlig neue Herausforderungen gestanden haben. Die erste Stelle ist die, dass ja jeder als Bürger dieses Landes auch sein privates Set, Mindset vielleicht auch, erst einmal neu sortieren musste. Die Kolleginnen und Kollegen, die haben ja auch Familie, die haben möglicherweise Angehörige, die vielleicht in Risikogruppen sind, die haben möglicherweise erlebt, dass der Partner plötzlich in einem völlig neuen, mit einer völlig neuen Herausforderung in einem anderen Beschäftigungsverhältnis sich befunden hat. Das ist noch der positive Fall. Vielleicht auch vor existenzielle Nöte existenzielle Nöte gekommen ist und vor existenziellen Fragen gestanden hat. Das ist so das eine. Ich glaube, das muss man auf der Ebene der Lehrer sich genau angucken und sagen, wir haben hier zum einen eine wahnsinnige private Veränderung in diesem Moment erlebt und gleichzeitig eine dienstliche Veränderung, die alles aus den Fugen gehoben hat, was wir bis jetzt als erst einmal sicher geglaubt haben. Denn man kann natürlich immer sagen, ja, Lehrerinnen und Lehrer sind möglicherweise nicht der Hort der Innovation. Das kann man sagen, pauschal. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir haben da gute, sehr gute, innovative, etwas zurückhaltendere, sehr kritische. Wir haben sie alle dabei, wie das so üblicherweise ist in großen Menschengruppen. Aber man muss doch sagen, wenn ich diese Spielregel ändere, dann habe ich plötzlich Herausforderungen, vor denen die Kolleginnen und Kollegen gestanden haben, die nie und nimmer abgesprochen waren. Und das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste, dass wir davon ausgehen und uns auch einig sind in dieser Diskussion. Wir können über Digitalisierung sprechen, wir können über die Digitalisierung als schulische Herausforderung sprechen, wir können über Medienentwicklungsplanung sprechen, wir können über die pädagogischen Erfordernisse sprechen, inhaltlicher Art und vielleicht auch methodischer Art. Aber wir müssen das abtrennen von der Grundfrage Corona-Fernlernbedürfnisse. In dieser Radikalität und in dieser Plötzlichkeit vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir können uns, glaube ich, alle mit dem Gedanken anfreunden, dass Schule zunehmend auf dem Weg war und auch später wieder auf dem Weg sein wird, dass Lernräume geöffnet werden, Lernräume neu definiert werden, die schulische Lerngemeinschaft oder die sogenannte Klasse als Lerngruppe neu zu definieren ist, über die Möglichkeit digitalisierter Hilfsmittel, ich möglicherweise auch den Klassenraum über Kontinente hinweg öffne, ich über virtuelle Realitäten, über Simulationen und so weiter völlig neue Formen hineinbringe in den ehemals so verfassten Klassenraum. Darüber können wir sprechen und ich glaube auch den pädagogischen Prozess, sich dafür zu entscheiden, diesen Weg gehen zu wollen, da sind viele Schulen auf einem guten Weg gewesen. Diese Diskussion hat stattgefunden und
insofern verwehre ich mich auch immer diesen Brennglas-Gedanken so ein bisschen. Denn natürlich, klar, es ist ein Brennglas im Sinne von, wir schauen drauf und wir sehen besonders deutlich, dass möglicherweise Ausstattungsvarianten noch nicht in dem Maße vorhanden waren. Aber Entschuldigung, es war nie Ziel und nie Aufgabe der Schule, eine Ausstattung zu schaffen, die Lernen außerhalb des Klassenraums ohne Präsenz ermöglichen soll. Und jetzt würde ich gerne noch einen zweiten Gedanken, der in die gleiche Richtung geht, geben. Es geht ja auch um Kulturfragen dabei. Und eine Lernkultur und eine Lehrkultur zu verändern, ist um Gottes Willen nichts, was wir aus dem Ministerium heraus qua Edikt innerhalb von 2 Tagen, denn so lange war der Vorlauf für die Schulen, irgendwie machen können. Wir haben Freitagmittag bekannt gegeben, dass wir Dienstag zumachen. Wir haben Montagmorgen den Schulen einen Brief geschrieben, dass wir für den Fall, dass sie technologische Unterstützung brauchen, ein System hätten und dass wir zumindest mit einer Moodle-Plattform mit hinreichender Performance aufwarten können, die die Kolleginnen und Kollegen übers Wochenende im 24-Stunden-Arbeitsrhythmus aus dem Boden gestampft haben. Jetzt kann man sagen, ja, das hättet ihr längst alles machen sollen. Das ist sicherlich korrekt, das hätte man längst alles machen können. Man hätte längst drüber nachdenken können. Aber es gab diese Notwendigkeit nicht und unser Angang war immer ein anderer. Unser Angang war immer zu sagen, die Schule überlegt, mit welchem pädagogischen Zielszenario sie in nächster Zeit digitale Technologien einbinden will und überlegt in dieser sozusagen dann positive Soll-Ist-Spannung, was muss ich dafür tun, welche Ausstattung benötige ich, wie muss ich die Lehrerinnen und Lehrer qualifizieren und welche schulischen Prozesse möchte ich anpassen. Und da kann man sagen, da gibt es den ganz großen Wurf, digitaler Campus, Ernst-Reuter-Schule, Smart School, ich löse alles auf, aber es gibt vielleicht auch den kleinen Wurf, ich bringe Geräte episodenhaft in den Unterricht hinein, ich nutze Potenziale dieser Geräte für eine Zeit, räumen sie auch wieder hinweg. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben in der Gesellschaft auch nicht den Konsens, vielleicht heute mehr als vorher, aber wir hatten ihn ganz sicher nicht, dass das Gerät als Hilfsmittel in der Schule so seinen Platz haben soll und muss. Also ich glaube, da sind wir, wenn man mich jetzt fragt, was ist die große Veränderung, dann ist, glaube ich, für mich die große Veränderung die, dass wir gesamtgesellschaftlich eine Diskussion haben, die der Schule an sich eine neue Wertigkeit zumisst. Als Lernort, vielleicht auch als Aufbewahrungsort, so als gestresste Eltern war man ja möglicherweise auch ganz froh, wenn man die Jungs und Mädchen mal wieder abgeben durfte. Aber wir haben vor allen Dingen, glaube ich, eine grundsätzliche Diskussion über die Frage, mit welcher Kultur soll zukünftig denn gelernt werden? Und das muss man vielleicht auch, glaube ich, noch sagen, die uns als Ministerium immer wieder geschilderten leuchtenden Beispiele aus der Industrie, wo angeblich alles so super funktioniert, sind bei näherem Hinschauen auch alles Dinge, meine Oma würde sagen, wo ziemlich mit Wasser gekocht wird. Also das ganze Human Resources, die ganze Frage von Lernen im betrieblichen Umfeld ist häufig das, was wir, ich sag mal, als versierte Pädagogen eher so als E-Learning 1.0 bezeichnen würden. Da guckt sich jemand eine Präsentation an und darf ein paar Fragen dazu beantworten. Oder wie der Kollege Pelesche vorhin schon gesagt hat, da sitzt man dann und sieht online jemanden etwas vortragen. Wie hoch da der Interaktionsgrad ist, welche kognitive Aktivierung ich davon mitnehme, das ist dann, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Dann würde ich gerne noch was zum Thema Normalität sagen. Also ich glaube, Normalität haben wir im Moment sowieso in gar keiner Institution und auch im Privatleben ja nicht. Und natürlich zeigt diese neue Herausforderung, diese besondere Herausforderung auch in einem Ministerium, auch in der Schulverwaltung, an welcher Stelle Strukturen besonders geeignet sind, sehr agil auf aktuelle Fragen zu antworten, aber auch an welcher Stelle diese Strukturen möglicherweise hemmend da im Weg stehen. Wir haben natürlich im Ministerium eine Abteilung, die sich mit allgemeinbildenden Schulen beschäftigt. Wir haben eine, die sich mit beruflichen Schulen beschäftigt. Wir haben eine, die sich mit Querschnittsfragen beschäftigt, zu der die Digitalisierung gehört. Jetzt machen Sie quasi von heute auf morgen die Schulen zu und gleichzeitig schicken Sie Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice. Die Diskussionsstränge jetzt überhaupt erstmal aufzubauen, die gleiche Frage, die die Schule hatte, wie erreiche ich die Schülerinnen und Schüler, hat sich bei uns auch gestellt. Wie erreichen wir denn eigentlich die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen? Wir hatten sofort eine große Gruppe von Kollegen, die gesagt haben, ich habe Erfahrung, ich kann euch etwas anbieten. Wir können Webinare machen, wir können irgendwie Online-Tutorials bereitstellen. Wir sind in der Lage, uns zuzuschalten. Wir können über Videokonferenz-Tools mit Kollegen, die zu Hause sitzen und wissen wollen, wie es geht, quasi Screencast irgendetwas tun. Aber wie rankommen? Mit welchen Strukturen? Und das ist jetzt wieder
der Punkt, da kann man sagen, boah, alle haben versagt. Ich würde das ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, unter diesen sich ganz massiv veränderten Rahmenbedingungen hat sich zuerst einmal, wie immer in solchen Katastrophenfällen, haben sich die hervorgetan, die eben in der Flut die Sandsäcke schleppen und mit dem Gummistiefel auf dem Deich stehen. Und dann jetzt, aber und das muss man wirklich sagen, hat sich über den ganzen Sommer hinweg doch vieles konsolidiert. Und wenn ich an die Medienzentren denke zum Beispiel, die jetzt wirklich eine riesengroße, letztendlich in Gemeinschaft mit uns und dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, eine riesengroße Initiative gestartet haben, Basisschulung für Lehrerinnen und Lehrer anzubieten. Denn nur das Gerät alleine hilft ja niemandem. Wo wir jetzt doch auch mit den Kommunen in einem Diskurs sind, was diese Ausstattungsfragen angeht, der sich doch ein bisschen verändert hat als gegenüber dem früheren Diskurs. Wo wir mit dem Bund relativ schnell Programme aus dem letztendlich ja aus dem Nichts geholt haben, sei es das Thema Endgeräte für Schülerinnen und Schüler ohne Antragsverfahren, ohne alles, quasi Sofortausstattung, wo ja auch unsere Ministerin sofort die Beträge hat verdoppeln können. Also das muss man sich mal vorstellen. Kollege Schumacher wird dem, glaube ich, beipflichten, wenn wir vor 2 Jahren darüber gesprochen hätten, dass wir als Land 65 Millionen vom Bund kriegen und 65 Millionen drauflegen, damit die Schulträger Geräte an die Schülerinnen verteilen. Ich glaube, das wäre für eine Samstagabend 2-Bier-Aktion, da hätte man mir das vielleicht abgenommen, aber doch nicht im regulären Alltag. Vor dem Hintergrund, glaube ich, da passiert jetzt sehr, sehr viel. Und wenn wir über neue Normalitäten sprechen, ich glaube, wir gehen da ganz stark raus mit dem Bewusstsein, dass es für fast alles vor Ort sicherlich Lösungen gegeben hat, wo man jetzt genau gucken muss, inwieweit sind die skalierbar. Und wir gehen, glaube ich, alle schon ein Stück weit damit raus, dass man sagen kann, nichts ist so gewiss, wie dass es letztendlich ungewiss ist. Und vielleicht ist das genau die entscheidende Botschaft auch, dass man eben, was diese Verfasstheit von Systemen angeht, sich da nicht zu sicher sein darf. Auf der anderen Seite, das wäre mal eine spannende Sache für eine Universität, das mal zu untersuchen. Ich glaube, wenn wir im Februar Menschen in Deutschland gefragt hätten, hätte nie und nimmer einer sich vorstellen können, dass dieser Staat, der so wie er die letzten 50 Jahre agiert hat, überhaupt in dieser Radikalität Eingriffe sozusagen vornehmen kann und dass sich dann auch alle dem unterordnen müssen. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die jetzt dazu führt, dass wir uns in den Verwaltungseinheiten auch nochmal neu definieren müssen und gucken müssen, was ist wirklich der Serviceanteil, den wir leisten, was ist der Anteil an eher Reglementierung und was ist tatsächlich eher der Anteil, wo wir nochmal schauen müssen, zwischen Service und Reglementierung, wie moderiert man da das, was an, vorhin war das schon mal DSGVO, war schon mal Thema und vieles andere, wo wir irgendwie schauen müssen, gibt es vielleicht auch Regeln, die wir nochmal überdenken müssen? Also gibt es Regeln unserer Zuständigkeit, die wir überdenken müssen? Also an dem Punkt würde ich gerne mal ansetzen, weil das Bild mit den Spielregeländerungen finde ich gut. Ich glaube, jeder oder viele in diesem Lande sind Fußballfans und das, was Sie geschildert haben, wenn man es auf Fußball überträgt, ist, wir ändern von einer Sekunde auf die andere die Spielregeln während eines laufenden Spiels. So kann man das ja vielleicht übertragen. Das heißt, wir reden nicht darüber, nächste Spielzeit und jetzt führen wir den Videoassistenten ein oder schaffen ihn wieder ab oder jetzt dürfen 4 statt 3 Spieler ausgewechselt werden, sondern das ist in einem laufenden Spielbetrieb sind da die Regeln geändert worden. Ich finde dieses Bild super, weil es auch dieses Drastische vielleicht uns nochmal vor Augen führt. Wenn wir aber jetzt die Chance haben, zu sagen, jetzt überlegen wir mal, ob aus diesen konfusen Spielregeln, die wir gar nicht wirklich definiert haben und die sich da so, ja, fast jedes Spiel hat sich neue Spielregeln ausgedacht, wenn wir das jetzt mal wieder konsolidieren wollen und aber trotzdem mal genau hingucken, lässt sich denn da vielleicht auch die ein oder andere Spielregel auch für die Zukunft übernehmen oder haben da einzelne Spiele vielleicht Erfahrungen gesammelt, die sinnvoll sind, dann finde ich, könnte daraus auch ein fruchtbarer Prozess. Ich sage mal ein Beispiel, halte überhaupt nichts davon, in die Vergangenheit zu gucken und zu sagen, da sind Schuldige und da ist was falsch gelaufen, sondern
die Sensibilität lieber dafür zu entwickeln, was hat sich denn da rauskristallisiert, von dem wir vorher gar nicht denken konnten, dass es funktioniert. Also ich habe zum Beispiel eine Lehrerin, die hat gesagt, also Videokonferenzsysteme wird auch für mich in Zukunft überhaupt nicht die Methode meiner Wahl im Unterricht sein, aber ich werde nicht nochmal 2 Stunden in der Schule warten, bis dann die Fachkonferenz anfängt. Das kann ich mir super vorstellen, dass ich das demnächst von zu Hause mache, und damit ist aber schon viel für die Kommunikation einer Fachkonferenz gewonnen. Das hätte vorher wahrscheinlich nie jemand so prognostiziert an dieser Schule, aber das wird jetzt etabliert und zwar ganz beiläufig. Deswegen nochmal, ist das so der Gedanke, den Sie gerade entwickelt haben, vom Verständnis her zu sagen, gut, die Spielregeln, die waren jetzt anarchistisch und jetzt müssen wir gucken, was kann man vielleicht in die zukünftige Spielzeit an Positiven auch übernehmen, oder wie muss man da erstmal einen Diskussionsprozess an? Vielleicht ja, dann? Ich glaube, das ist mit dem Fußball zeigt es jetzt besonders drastisch. Ich glaube tatsächlich, wir hatten eigentlich immer das Paradigma bei den Spielregeln, was digital passiert, muss quasi in einer Analogie zum Analogen stehen. Also wir haben oft von der digitalen Schultasche gesprochen und haben damit quasi auch das rechte Konstrukt gemeint. Das ist so ähnlich, wie wenn der Sohnemann mit dem Ranzen nach Hause kommt und der Papa hineinguckt, was hast du denn heute gemacht? Und in dieser Logik haben wir viele Dinge abgebildet. Und ich glaube, dass das jetzt vielleicht ist dieser Grundsatz jetzt in Frage zu stellen. Also ist das Digitale sozusagen das Substitut für das Analoge mit gleichen Spielregeln, oder ist es nicht tatsächlich so, von mir aus wie der Videobeweis, der ja auch etwas ermöglicht, was man vorher so eher nicht gekannt hat, was auch kritisch zu sehen ist, erst einmal, was ja vielleicht auch den Spielfluss mal unterbricht an einer Stelle, wo man das eigentlich, dann hat man schon gejubelt und plötzlich ist alles anders. Vielleicht ist das genau dieser Gedanke, dass man sagt, ja, wir schauen jetzt mal drauf, Stichwort von mir aus Ihre Konferenz, wir haben einen Haufen Regeln für Konferenzen, Konferenzordnung, Konferenzprotokollierung, was muss in solchen Konferenzen besprochen sein, wie müssen die besetzt sein, all diese Dinge. Vielleicht kann man sich dann tatsächlich fragen, muss diese Konferenz so stattfinden oder geht es auch anders? Gleichzeitig, jetzt sind wir wieder bei einer Kulturfrage, gleichzeitig wird es aber wichtig sein, dass wir alle eine Konferenzkultur entwickeln, die dann auch in diesem virtuellen Raum funktioniert und nicht darin besteht, also ich formuliere das jetzt mal ganz polemisch, dass eben nebenbei gebügelt, gewaschen, aufgeräumt und getwittert wird. Wohl wissend, dass auch in einer Konferenz ich innerlich abgeschaltet sein kann und aus dem Fenster gucken kann. Keine Frage, aber ich bin zumindest schon mal im Raum. Und das ist bei, Kollege Balesch hat von Ermüdung gesprochen, wenn man lange vor dem Bildschirm sitzt. Ich würde diese Frage noch ein bisschen zuspitzen wollen. Vielleicht haben auch andere hier Erfahrung in dem Bereich. Ich glaube, dass wir, was das Durchführen solcher Online-Konferenzen angeht, was das Folgen solcher Stream-Angebote, wie jetzt auch dem heutigen hier angeht und so, wir haben auch ein bisschen eine Nebenbei-Kultur dann möglicherweise. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht entwerten, dass in einer Klassenkonferenz möglicherweise über Schicksale von Personen entschieden wird, gegebenenfalls. Da wird über Menschen gesprochen, die einen speziellen Förderbedarf haben. Da wird vielleicht auch etwas ganz Internes besprochen. Vielleicht auch eine Teamproblematik kommt zur Sprache, auch wenn sie gar nicht auf der Tagesordnung stand. Und jetzt brauchen wir eine Kultur, wo wir sagen können dann auch, so, und jetzt ist das die Grenze des Virtuellen an dieser Stelle. Das braucht jetzt etwas anderes. Aber das ist doch, glaube ich, also mir greift auch diese Technisierung der Schule aktuell zu kurz. Ja, deswegen habe ich das vorhin auch das Bild gemeint, was verstehen wir unter Schule? Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist doch, dass Schule ein Kommunikationsort oder ein Kommunikationsnetzwerk ist. Netzwerk aus Eltern, Lehrer, Schüler, Schulleiter, Hausmeister. Ja, genau, in der beruflichen Schulen, Betriebe. So, aber ich glaube, entscheidend ist was anderes. Ich glaube, der Begriff Normalität passt auch nicht ganz. Vielleicht ist es tatsächlich so, Schule war vorher ein stabiles System. Und teilweise auch in sich geschlossen. Und jetzt kommt genau das, was du sagst mit dem Thema Spielregeln. Das Problem ist ja dass nicht, dass die Spielregeln sich während des Spiels geändert haben, sondern dass die Spielregeln auch immer wieder verändert wurden. Und das ist, glaube ich, das, was aktuell auch sowohl die Gesellschaft als auch die Lehrkräfte verunsichert, weil sie nicht mit dieser Transformation, die in anderen Unternehmen stattfindet, stetig stattfindet, dass es einfach sehr, sehr schnell kam. Und ich behaupte, ich sage ganz offen, ich glaube, alle Lehrer haben in der Corona-Krise einen tollen Job gemacht. Der Lehrer, der
seine Arbeitsblätter mit dem Fahrrad ausgefahren wird. Ja, das Lieblingsbeispiel aus den Talkshows, wo dann immer gelacht wird. Nein, der hat das gemacht, was sein Job ist. Nämlich er hat sich um Schüler gekümmert und wollte, dass diese Schüler einen Lernerfolg haben. Der Lehrer, der beispielsweise schon eine Lernplattform hatte, hat es vielleicht über die Lernplattform gemacht. Und entscheidend ist für mich eins, und das war das mit dem Brennglas gemeint, das sind nicht die Ministerien alleine schuld, ja, um Gottes Willen, sondern es geht um das ganze Gesamtbild. Die Frage der Lehrerausbildung. Sind Lehrer auf ein Lernen im digitalen Zeitalter vorbereitet? Und da geht es nicht um Technik oder da geht es beispielsweise auch um Psychologie, da geht es um Resilienz. Wir haben beispielsweise in den letzten Jahren immer über Lehrergesundheit gesprochen. Ja, Stressfaktor Schule. Aber eigentlich ist nie richtig, was passiert. Und zwar nicht nur auf Ebene der Ministerien, sondern auch teilweise bei den Kommunen, teilweise bei den Eltern. Ja, wenn der kleine Schüler eine schlechte Note hatte, kommt sofort der Anwalt. Ist die Frage, wo ist da die Augenhöhe da? Habe ich eine Erziehungspartnerschaft, Elternhaus, Schule? Ja, manche Eltern haben vielleicht auch in der Krise erkannt, dass ihr Kind vielleicht doch kein Einstein ist, weil sie plötzlich mal merken, wenn ihr Kind die Hausaufgaben oder mit ihm zusammenlernt, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist. Also das ist genau für mich auch dieser, das, was man jetzt auch rausfiltern muss und überlegen muss, wie viel wert ist mir dieses System Schule, dieser Ort Schule? Ja? Weil sonst bin ich genau in diesem, dann müsst ihr doch erstmal die Toiletten reparieren, bevor ihr PCs kauft. Ja? Oder der Lehrer soll doch erstmal in den Ferien Fortbildungen machen, bevor er 6 Wochen in Urlaub fährt. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Und ich glaube, das ist genau der Schritt. Und da sehe ich schon die Ministerien ein Stück weit in der Pflicht, die entscheidenden Gruppen mit einzubeziehen. Ich meine das nicht eine Basisdemokratie, aber das Kommunizieren auf Augenhöhe. Ja, wir kommen ja nachher zu einem Thema wie dem Digitalpakt. Ja, da sitzen Bundesländer, ja, mit dem Bund am Tisch und diskutieren den Digitalpakt. Die Kommunen werden zwar mit einbezogen, aber sitzen nicht mit am Tisch, weil laut Verfassung ja die Bundesländer die Kommunen mit vertreten. Das heißt aber, warum nehme ich die nicht enger mit ins Boot? Ja, Sie haben vorhin von Regeln gesprochen, die neu definiert werden müssen. Wenn Regeln aus der Vergangenheit für diese neue Zeit nicht passen, muss man überdenken, was aber passen sie? Und vielleicht noch ein letzter Satz. Ja. Ich glaube nicht, dass Digitalisierung ein Trend ist, sondern es ist eine komplette Veränderung des Zusammenlebens. Ein Trend geht irgendwann mal vorbei. Ja, also ich glaube nicht, dass Sie in 10 Jahren wieder ins Reisebüro gehen und dort einen Flug buchen. Ja, das ist aber Digitalisierung im Privaten. Und genauso, glaube ich, ist es auch in der Schule. Es gibt Dinge, und da brauchen wir für dieses berühmte Neuland Regeln, die wir aktuell noch nicht haben. Und ich glaube, das muss der Weg sein, der Dialog dorthin. Ja, aber ich glaube, dass gerade der Digitalpakt ein zumindest für Baden-Württemberg ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür war, wie eng plötzlich Diskussionsprozesse dann auch miteinander geführt wurden. Zum einen hatten wir einen Wahnsinnszeitdruck und zum anderen sind viele der, ich sag mal, üblichen Formate, in denen sowas sonst stattfindet, ja aufgelöst worden. Und da haben sich sehr, sehr enge, sehr, sehr gute Diskussionsformate ergeben. Und zumindest für Baden-Württemberg möchte ich das sagen, für die Teile des Digitalpakts, die wir seit im März im Grunde genommen verhandelt haben. Ich glaube, dass wir noch nie so eng in Kommunikation mit den Schulträgern standen, sowohl den privaten als auch den öffentlichen, wie in dieser Zeit. Ich glaube aber auch, dass die hergebrachten Formate, wie jetzt der Landeselternbeirat, also die üblichen an der Schule beteiligten Gremien irgendwie, dass die bedingt durch die Frage von, wie machen wir es denn jetzt? Machen wir es überhaupt? Vertritt jetzt einer alle? Und so weiter. Und eben die noch nicht Definition dieser neuen Formate, dass da sicherlich auch vermutlich Kommunikationsprozesse, die sehr wichtig gewesen wären, die vielleicht auch Impulse gebracht hätten, möglicherweise zu kurz gekommen sind. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Ist auch kein Vorwurf. Also nein, überhaupt nicht als Vorwurf. Weil das Lieblingsbeispiel ist. Ich finde es spannend. Also ich finde es auch als Moderator sehr einfach, weil einfach die Diskussion ja aus unterschiedlichen Perspektiven angeheizt wird und nicht durch meine Fragen. Deswegen lausche ich ganz gebannt und würde aber einfach nur sagen, wir nehmen jetzt vielleicht den Micha Paleschen mal wieder dazu.
Christian, du bist sowieso in der zweiten Runde Digitalpakt wieder mit an Bord, weil das Stichwort fiel gerade und ich würde den Ball jetzt gerne aufnehmen, auch zum Thema Digitalpakt zu kommen. Ich gucke auch mal in die Richtung, René, gibt es Fragen aus dem Chat? Okay, dann die Aufforderung natürlich, jetzt haben wir einmal doch relativ ausführlich alle Perspektiven mal so beleuchtet. Wäre jetzt eine gute Gelegenheit zu sagen, okay, jetzt kenne ich alle an der Diskussion Beteiligten, an den einen oder anderen hätte ich jetzt doch noch mal eine konkrete Frage oder möchte mal nachhaken. Also von der Stelle aus die Ermunterung, sich durchaus rege an der Diskussion auch aus dem Off zu beteiligen. Micha, Zwischenstand, Umsetzung, Digitalpakt. Das Thema kam gerade. Würdest du sagen, der Digitalpakt ist eher ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil wir andere Probleme hatten? Oder der Digitalpakt spielt uns gerade in die Karten, weil er uns die Mittel gibt, um vielleicht sehr schnell auf Probleme reagieren zu können? Also Jürgen, ich glaube, das ist sicherlich eins, weil eben technische Infrastruktur noch fehlt, um an dieser Seite letztendlich nachzusteuern und vielleicht auch andere Möglichkeiten zu haben. Ich glaube, ich sehe das Problem tatsächlich ganz anders. Ich hatte ja gerade so ein bisschen die Beobachterrolle und ich habe zwei Dinge sind mir so im Gedächtnis geblieben aus der Runde gerade. Das eine ist, ich fand es spannend, ich erinnere mich an die LearnTech 1998, da kam das Internet so in die Haushalte. Da wurde damals, ich war bei einer Podiumsdiskussion damals noch Gast als Junglehrer, da wurde diskutiert, müssen wir nicht aufpassen, wenn jetzt auf einmal der Lehrer gestreamt wird und da guckt eine Klasse zu, dass wir auf einmal weniger Lehrer brauchen und so, das war 98. Das heißt, davon zu sprechen, wir sehen die Notwendigkeit nicht für solche Dinge, ist schwierig, aber da möchte ich gar keinen Vorwurf machen, denn ich glaube, das ganz Spannende hat auch Kollege Schaub gerade eigentlich gesagt, denn Kollege Schaub sagte, wir waren noch nie so eng im Austausch mit den Schulträgern, was das Thema Digitalpakt betrifft, mit den Kommunen und so weiter, mit den Institutionen. Ich glaube, dass Corona eins gezeigt hat, und da nehme ich doch mal den Brennglasbegriff, es hat eigentlich gezeigt, dass wir in Zukunft andere Bedürfnisse brauchen, dass junge Menschen lernen müssen, mit solchen Veränderungen umzugehen. Das war natürlich jetzt ein harter Cut, da kann niemand was, wir haben das, denke ich, das Beste alle versucht, daraus zu machen. Aber ich glaube, es zeigt, dass Kinder in der Schule auch andere Dinge lernen müssen, nämlich komplexe Probleme zu lösen. Und die Komplexität unserer Gesellschaft wird zunehmen und es gibt größere Herausforderungen. Und die kann man eben nicht mehr alleine lösen, sondern in Gemeinschaftlichkeit. Und das kann natürlich mit digitalen Geräten funktionieren, aber auch ohne. Also ich denke, wir müssen da über ein neues Lernen nachdenken. Und das ist etwas, das kam mir gerade so ein bisschen zu kurz. Kollege Böttcher hat so ein bisschen gesagt gehabt, ja, Digitalisierung ist kein Megatrend, sondern es ist eine Kultur. Der Begriff fiel heute auch schon mehrfach. Es geht um eine Kultur, eine neue Lernkultur, eine Kultur der Digitalität, die letztendlich bestehende Kulturen durchdringt. Das würde ich gerne an dieser Stelle nochmal nachschieben. Trotzdem vielleicht nochmal so auf die Ursprungsfrage zurück. Wie sieht es an deiner Schule konkret aus? Ihr habt sozusagen Mittel schon bekommen aus dem Digitalpakt und vielleicht, weil ja immer die Frage ist, naja, das ist doch ein IT-Infrastrukturprogramm, das löst doch keine pädagogischen Fragen. Nach welchen Kriterien habt ihr entschieden, was ihr einsetzt? Wie weit seid ihr auf dem Weg? Bewährt sich das in der Praxis, was ihr euch vielleicht in einem Medienkonzept vorgestellt habt? Also gibt es irgendwie sowas wie ein Statusbericht, wo du sagst, ja, das funktioniert, das hatten wir uns genauso vorgestellt, oder an den Stellen löst die Technik jetzt auch nicht unsere Probleme? Also so, wo würdest du dich da verorten? Naja, ich glaube, wenn man so die Medienentwicklungsplanung betrachtet, und ich habe da doch einigen Einblick, weil ich fast täglich Anrufe von Kollegen kriege und sage, schickt mir doch mal euer Konzept, und ich sage, so funktioniert das Ganze nicht, sieht eigentlich auch, die meisten Fälle, die ich kenne, sind weniger Dinge, die beispielsweise in Computerräume zum Beispiel investiert werden. Also diese starren Systeme, dieses ehemaligen Modells, da gehen welche hin in den Raum, um dann irgendwie mit digitalen Geräten zu arbeiten. Das ist, glaube ich, passé. Es wird mehr, ich glaube, was sich bewährt, ist tatsächlich ein Stück weit auf Agilität zu achten, also mobile Endgeräte, die wirklich auch mobiles Lernen ermöglichen.
Ich glaube, das ist etwas, das durchaus beobachtbar ist, dass das auch bei uns letztendlich ganz regelmäßig und wirklich täglich auch in einer Intensität, und wir haben das auch schon vor Corona intensiv genutzt, aber jetzt noch viel intensiver genutzt wird als vorher auch. Ich glaube, was sich tatsächlich ändert, sind Arbeitsformen an sich noch einmal, also dass wir dass wirklich auch ja, Schüler dezentraler arbeiten, auch wenn sie sogar in Präsenz sind, aber dass man ja, sie an unterschiedlichen Orten arbeiten lassen kann, dass sie Dinge dokumentieren, zentral gesammelt, vielleicht auf einer Plattform, die dann, wir haben eine eigene Lösung, aber die dann auch vom Land kommt. Also ich glaube, solche Dinge sind die, die wir jetzt einfach auch noch brauchen. Und wie gesagt, ich sehe nochmal die Gefahr darin, und das wurde aber, finde ich, gut, das hatten Sie auch gesagt, Herr Schaub, es bringt eigentlich nichts, diese digitale Schultasche mitzubringen. Also zu überlegen, natürlich brauchen wir rechtliche Klarheit. Also wir brauchen rechtlich sichere Lösungen. Das ist, denke ich, nicht zu bezweifeln. Aber ich glaube, man kann die Spielregeln, wenn wir bei diesem Begriff bleiben, die in der analogen Welt gegolten haben, nicht eins zu eins übertragen auf die digitale Welt. Denn so machen wir es in unserem Alltag auch nicht. Ich denke, wir müssen da neue Spielregeln definieren. Wir müssen gucken, und da passt dann auch nicht mehr, ne, dass wir sagen, Medien sind vielleicht irgendein Werkzeug, das ich mal da benutze oder da benutze. Sondern sie sind eigentlich ubiquitär, also allseits, jederzeit, überall verfügbar, auch in unserem Alltag. Und ich denke, das ist etwas, diesen Gedanken, den müssen wir auch in die Schulen mitnehmen. Natürlich auch mit diesen Momenten, bei denen ich sage, und das kann ich bei uns an der Schule sagen, wir haben beispielsweise einen Achtsamkeitsraum, bei dem die Schüler wirklich alles ausmachen und achtsam sind, ja, bei dem es eben genau darum geht, ich fokussiere mich auf eines, ich schalte auch mal ab, ich mache nicht so Dinge nebenher, und ich glaube, das ist kein Entweder-Oder, sondern es geht um beides mitzudenken, und das ist, denke ich, ein ganz guter Weg. Und vielleicht, es ist ja immer ein bisschen gefährlich, sich in Pädagogik einzumischen, so von der Verwalterseite aus, aber ich glaube, dass die zentralpädagogische Herausforderung eigentlich jetzt ist, in dieser doch extrem unsicheren Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Also heute gerade Landkreis Esslingen irgendwie zum Risikogebiet erklärt. Das riecht ja schon förmlich danach, dass jetzt Kolleginnen und Kollegen direkt betroffen sein werden von Schließungen in einer Art, wie wir sie vielleicht eben im März auch schon mal erlebt haben. Also eher jetzt komplexere Schließungsszenarien als jetzt so ein Schüler geht mal nach Hause oder eine Klasse ist mal für ein paar Tage, bis die Testergebnisse da sind zu Hause. Ich glaube, die große pädagogische Herausforderung ist die, und das ist auch die große pädagogische Aufgabe im Moment, sich klarzumachen, dass dieser Lernprozess, den wir ja eigentlich immer schon nicht von Woche zu Woche, oder mein damaliger Ausbilder hat das von Türklinkendidaktik, so wenn ich die Tür betrete, dann mache ich mal ein bisschen Unterricht, gesprochen. Ich glaube, die große Herausforderung ist, dafür zu sorgen, dass die Zeit, die wir jetzt hatten, diese 3 Wochen, sozusagen die Verschnaufpause, dass die dafür genutzt worden ist, Strukturen, Lernmodelle, vielleicht auch Lerntechnologien grundzulegen bei den Schülerinnen und Schülern, eine Transparenz über das Schuljahr herzustellen, über den zu erwartenden Umfang des Stoffes, über die Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen, sodass wir dann jetzt auch mit einem guten Gewissen die Schülerinnen und Schüler in eine Phase von 2 Wochen betreue ich dich über eine Distanz hinweg gehen können. Denn wir wissen ja aus eigentlich allen E-Learning-Theorien, dass es am Ende geht um Blended. Es geht eben nicht darum, Fernlernen zu machen. Es geht ums Blended. Und wenn wir es jetzt geschafft haben, in dieser Zeit des Schuljahresbeginns, also diesen pädagogischen Moment sozusagen positiv zu nutzen, dann sind wir auf keinen Fall wieder in einer Situation wie im März. Weil wir da einfach eine ganz andere Situation hatten. Wenn wir natürlich jetzt, ich sage das jetzt bewusst ein bisschen überspitzt, wenn wir jetzt die Zeit nur genutzt haben, möglichst viele Klassenarbeiten zu schreiben, weil wir Angst haben, die Schulen werden geschlossen, dann kriege ich keine mehr, dann stehen wir wahrscheinlich genau da, wo wir auch im März schon mal standen, nämlich in einer wahnsinnigen Ungewissheit. Und das wissen wir nun auch eigentlich, glaube ich, alle Schüler lernen dann besonders gut, wenn sie eine Zielklarheit haben und eine Gewissheit haben über das, wie dieser Prozess funktioniert. Und also das war mir jetzt noch wichtig, obwohl ich jetzt nicht der Pädagoge bin, der hier am Tisch steht, obwohl ich Pädagoge bin. Ich glaube, da muss ich mir jetzt nochmal überlegen, ob ich die Frage dann an Sie richten kann, weil sie geht natürlich auch schon in eine pädagogische Richtung, wobei es ist eigentlich so genau auf der Grenze, weil Sie haben vorhin gesagt, natürlich sind nicht alle Schulen so weit wie die Ernst-Reuter-Schule und Sie müssen alle Schulen im Blick haben, das ist Ihre Aufgabe. Micha hat ja gerade so gesagt, wir leben in der Digitalität, ich benutze den Begriff ja mal, da hast du auch, glaube ich, gerade eine Buchveröffentlichung mit Professor Ute Haug-Thum, wenn ich das richtig von dir weiß. Also Digitalität
kann man dann noch guten Gewissens die Anschaffung oder das Einrichten von Computerräumen also so unterstützen? Mhm. Weil es werden ja nicht nur bei Micha Palesche viele anrufen, die dann sagen, sag mal, schick mir deinen Medienplan rüber, sondern das Kultusministerium ist ja auch in der Regel immer damit konfrontiert, was ist förderfähig, was empfehlen Sie denn da? Je nachdem, was für eine Aussage ich treffe, steht da natürlich schon ein pädagogisches Konzept dahinter. Ich glaube, da kann man sich nicht ganz frei von sprechen. Ich will Sie auch nicht zu dieser Frage nötigen, da eine Auskunft zu treffen, aber ich habe ja bei Ihnen schon viel durchgehört, dass es nicht darum geht, in eine alte Normalität zurückzukommen. Also der Computerraum, der ja in einigen Ländern sogar als Computerkabinett bezeichnet wird, was, glaube ich, gut beschreibt, dieses Abgeschlossene, was Sie eben auch schon beschrieben haben. Das ist sicherlich etwas, was vor dem Hintergrund, dass Digitalisierung eben eine Querschnittskiste ist, eigentlich keinen Platz mehr hat. Auf der anderen Seite haben wir einen Fächerkanon. Und wenn wir das Fach Informatik einführen, dann brauchen wir auch im schulischen Denken zumindest einen Raum, in dem wir Fachinformatik unterrichten. Und ich glaube, da werden wir noch sehr viele Jahre miteinander verbringen. 98 Netscape, bis jetzt haben wir schon einen Schritt gemacht. Und wenn wir uns in 2030 wieder treffen, sind wir wieder einen Schritt weiter. Ich glaube, da werden wir noch sehr viel Zeit miteinander verbringen, gemeinsam auszuhalten und zu erleben, dass es Schulen gibt, für die das jetzt auch ein Raum ist, den sie benötigen, um überhaupt diesem Fach einen Raum zu geben. Und andere Schulen sagen, nee, Freunde, Informatik ist eigentlich eine Form von Strukturierung von Wissen, was eine vielleicht in dieser Fachsystematik jetzt speziell beschriebene, aber eigentlich eine alltägliche Herausforderung darstellt zukünftig. Und wir sagen, Informatik findet maßgeblich statt im Sinne von Robotik des Alltages und auf Inseln in anderen Fächern. Also ich glaube, da werden wir noch sehr lange sehr, sehr viele Modelle nebeneinander erleben. Und vor dem Hintergrund würden wir natürlich jetzt nicht sagen, Leute, investiert alles in das Update eines Computerraums, stellt mal wieder MIDI-Tower auf, das wird auch mal Zeit. Sondern wir würden schon sagen, denkt drüber nach, dass das auflösbare Inseln sein müssen, denkt drüber nach. Aber wenn für euch in eurer schulischen Verfasstheit, in der ihr euch jetzt befindet, mit eurem Kollegium, was ihr jetzt habt und absehbar, was auch die nächsten Jahre an Qualifikationsbedarf da ist, ihr da hinkommt, dass ihr sagt, nein, das Modell, wir brauchen einen Computerraum, ist weiterhin ein Modell, dann mag das pädagogisch durchaus sehr begründet sein, aus meiner Sicht. Was übrigens für fast alle diese Fragen irgendwie gilt, man kann, glaube ich, man kann für ubiquitäre Netzversorgung in einer Schule sein und man kann dagegen sein. Man kann alles pädagogisch gut begründet und nachvollziehbar. Und man kann sagen, natürlich ist der virtuelle Besuch zu Hause qua Videokonferenztool smart. Man kann aber auch sagen, ich habe in einer Grundschule Kontakt gehabt, da hat die Lehrerin die Schülerinnen und Schüler im Dreiviertelstundentakt einbestellt und hat vom Fenster aus sozusagen mit denen gesprochen. Mhm. Das war jetzt nicht virtuell. Das hat bestimmt alles für und wieder, aber ich glaube, wir können bei 130.000 Lehrerinnen und Lehrern auch 130.000 gute pädagogisch durchdachte Möglichkeiten mit noch viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingehenden Teilaspekten haben. Wir brauchen keine sozusagen Erlasslösung. Nee, Computerraum brauchen wir nicht mehr jetzt machen wir es anders. Okay. Ich würde jetzt gerne nochmal den Jörg Schumacher dazu holen, der ja sich mit diesen Fragen auch beschäftigt. Dankeschön erstmal bis hierher. Jörg, jetzt haben wir schon zwei antiquierte Begriffe, das Sprachlabor und das Computerkabinett. Die spielen in deiner Praxis keine Rolle mehr, oder? Ich denke, das sind Begriffe des frühen 20. Jahrhunderts oder Analogien. Wir haben den Taylorismus, der bildet sich ab in der Industrie. Finn Lissy, da werden Produkte standardisiert und Verfahren standardisiert, alles im Gleichschritt. Diese Idee setzt man um auf Schule. Wir haben die gleichen Vorstellungswelten wie in der Wirtschaft in den Schulen des 20. Jahrhunderts. Das wird immer ein bisschen optimiert. Aber wenn wir jetzt Schule betrachten mit Technologie, wir arbeiten immer mit Medien in Schule. Ja, der Lehrer ist ein Medium, ein Buch ist ein Medium, der Spaziergang ist ein Medium, das Fernsehen, und jetzt haben wir eben alles integriert, Medienkonvergenz in einer kleinen Kiste, und das ist das Geniale an sich.
Wenn man sagen, jeder Lernprozess ist ein Wissenskonstruktionsprozess, der in jedem Schüler abgeht, dann kann ich eben diese ganzen Bindung, Differenzierungs- oder Individualisierungsgeschichten sehr gut fassen und ich kann jetzt den Kids Inputs zur Verfügung stellen über digital. Wenn man sowas sieht, dann brauche ich nicht mehr dieses instruktionale Szenario eines Computerraums, wo vorne einer steht und dann machen wir im Gleichschritt alles den gleichen Ctrl-Alt-C oder so ein Krempel, sondern ich muss Lernen organisieren. Und das muss ich im Schulhaus, wenn es geht, dezentralisieren. Und das heißt, der Computerraum müsste sich öffnen. Er entwickelt sich zur Lernlandschaft, in der ich bewusst auch digitale Medien einsetzen kann. Aber nicht nur, ja, sondern die ganze Schule müsste sich theoretisch öffnen und müsste Nischen anbieten, in denen Schüler in Gruppen, in Teams arbeiten könnten unter Zuhilfenahme von digitalen Endgeräten. Diese Idee da, dass hier, wenn ich Informatik lehre, dass ich dann so einen Raum brauche, in dem alles Gleiche tun und das in der Wirtschaft sieht man, in IT-Unternehmen, da kriegt jeder Mitarbeiter ein kleines Laptop und damit kann er arbeiten, wo er will. Ja? Also das ist nicht mehr, das sind alte Vorstellungswelten und es gibt bestimmt Szenarien, in die ich Lernen auch in solchen Räumen organisieren kann, aber ich könnte es optimieren, indem ich Raum und Zeit anders organisiere. Und das ist im Prinzip für mich die Antwort auf die gestellte Frage. Jetzt hatten wir ja gerade schon so, Ernst-Reuter-Schule ist da schon ein Ausreißer, vielleicht da auch experimentierfreudiger oder habt euch vielleicht auch früher auf den Weg gemacht. Jetzt erlebst du ja die ganze Breite Karlsruher Schulen. Das, was du gerade so skizziert hast, stößt das im Wesentlichen auf offene Ohren und Neugierde auch, das auszuprobieren? Oder leistest du da auch teilweise, moderierst du da auch einen Prozess, der vielleicht nicht ganz so einfach ist, wenn es um das Auflösen von traditionellen Strukturen in Schule geht? Na gut, ich meine, Schulen arbeiten mit Rahmenbedingungen. Ich bin als Medienzentrenleiter in Karlsruhe ein Snob. Ich habe nur einen Träger und ich habe knapp 90 Schulen in einem Gebiet. Ich kommuniziere mit einem Menschen und kann systemisch arbeiten. Der Micha ist Teil dieses Systems und er hat eine Schule geerbt mit einem riesen Campus, in der plötzlich immer mehr Gebäudeanteile ihm zugewandert sind und er konnte plötzlich seine Ideen entwickeln und auch räumlich abbilden. Andere Schulen haben andere Rahmenbedingungen und die versuchen dann, ihre Ideen innerhalb ihrer Rahmenbedingungen abzubilden. Ich meine, da stoßen dann solche an die Grenzen, die ich eben schon aufgeführt habe. Wenn ich versuchen möchte, die Schule als Lernraum, als Lernumgebung zu gestalten, dann kommen immer wieder solche Brandschutzgeschichten oder. Ja? Aber die Leute arrangieren sich mit dem, was sie vorfinden. Und das ist vielleicht dann, wir müssen in Zukunft auch daran gehen, den Lernort Schule auf der Trägerseite, auf der architektonischen Seite neu zu sehen. Aber jetzt müssen die Schulen damit umgehen, was sie vor Ort haben. Micha, du hast an ein paar Stellen gerade auch so genickt. Also empfindest du deine Schule so als auch eine, die vielleicht auch vom Kollegium her da experimentierfreudiger ist und vielleicht auch mal die Rahmenbedingungen etwas den Interpretationsspielraum da vielleicht auch mal ausnutzt? Naja, ich denke, es gehört schon auch Mut dazu, Dinge auszuprobieren. Und Herr Schaub hat es ja auch gesagt, es ist natürlich der Rahmen, in dem oder die Struktur, in dem eine Schule eingebettet ist, sind natürlich gegeben, aber dieser Rahmen ist an den einen oder anderen Stellen dehnbar. Und ich denke, was Schule grundsätzlich als ein schwieriges Feld auch für Innovation, weil das ist ja auch das, was Herr Schaub vorhin kurz mal angesprochen hat, ausmacht, ist eben, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer letztendlich in diesem System geblieben sind. Das heißt, sie waren Schüler, sind in die Hochschule und haben sie die Rolle getauscht. Das heißt, sie haben Schule als das System kennengelernt. Und eine Schule, die also quasi in der Ausbildung der Menschen, die dort arbeitet, so ist, wie eine Schule sein soll, mit den Räumen, die ist, wie eine Schule sein soll, mit den Materialien, die ist, wie eine Schule sein soll. Und da jetzt diese Veränderung zu machen, ist natürlich schwer.
wir haben, oder es ist uns tatsächlich gelungen, aber das braucht letztendlich auch Zeit, ja, Schule zu verändern, indem wir schon früh geöffnet haben. Und da bin ich dann ganz bei Jörg, denn ich denke, eine Schule ist, es gibt das finnische Espoo, die zweitgrößte Stadt in Finnland, die zur innovativsten Stadt der Welt gewählt wurde vor 3 Jahren, weil sie überlegt hat, unter anderem überlegt hat, wie können Bildungseinrichtungen sich vernetzen oder überhaupt Orte im Quartier vernetzen, um Lernen zu ermöglichen. Und da kann natürlich ein Medienzentrum, wenn Jörg sagt, ich kriege demnächst einen Makerspace, können natürlich Schulen dorthin gehen, um zu arbeiten. Es können Bibliotheken auf einmal identifiziert werden. Es können Gemeinderatssäle genutzt werden, um Politikunterricht zu machen. Und das ist letztendlich das, was es spannend macht. Und diese Haltung tatsächlich haben wir bei uns im Kollegium so, dass man bereit ist, gerne solche Dinge auch mal zu probieren. Okay, ich werfe schon mal so einen Blick ein bisschen mit auf die Uhr. Wir haben noch eine gute Viertelstunde, deswegen würde ich gerne, Micha, nochmal danke an der Stelle. Ich würde gerne nochmal, Jörg, du bleibst noch bei uns, und ich würde gerne den Christian nochmal bitten, weil Digitalpakt ist natürlich ein Thema, wo du aus der Vogelperspektive drauf schaust und natürlich auch die unterschiedlichen Player, also sowohl vom Unternehmen, was Leistungen anbietet zur Erfüllung des Digitalpakts, aber auch Länder, die die Verfahren entwickeln müssen, wie steuern wir das alles. Und ich weiß, es ist schwer, jetzt mal so die Frage, kannst du uns mal so einen aktuellen Stand geben aus deiner Perspektive? Das ist ein weites Feld, aber ich würde dich doch bitten, mal vielleicht uns einen Überblick zu geben, den wir so als Einzelpersonen nicht haben. Ja, ich glaube, also ich habe ja auch da wieder zwei Rollen. Auf der einen Seite bin ich als Kommune, habe ich direkt Gelder aus dem Digitalpakt bekommen, soll den Digitalpakt umsetzen. Auf der anderen Seite als Vorstand vom Bundes für Bildung kriege ich natürlich auch mit, was in anderen Bundesländern läuft. Ich glaube, eins muss man vielleicht auch jetzt hier in der Situation mal sagen, der Digitalpakt hat ja mit Corona nichts zu tun. Der Digitalpakt wurde ja schon im September 2016 beschlossen. Damals waren es noch die Wanka-Milliarden. Die Frau Wanka ist schon lange keine Ministerin mehr. Und entscheidend ist, dass es schon sehr, sehr lange gedauert hat, bis das Geld dann überhaupt in die Pipeline kam. Also das Geld wurde, es wurden dann diese 5 Milliarden, wurden dann im letzten Jahr beschlossen, und bis dann Verwaltungsvereinbarungen da waren. In Bayern beispielsweise war das, glaube ich, letztes Jahr im Oktober oder November. Und entscheidend ist, und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung für diesen Digitalpakt, sind für mich 2 Sachen. Das eine ist, der Digitalpakt trifft auf eine Heterogenität in einem maximalen Ausmaß. Es ist ja nicht so, dass jede Schule schon noch nichts hat. Also jede Schule hat schon in irgendeiner Weise sich Gedanken gemacht, hat schon eine gewisse Ausstattung, die Kommunen haben gewisse Ausstattungen. Und jetzt war die Frage natürlich, wie kann so ein Geld verteilt werden? Und die zweite große Frage ist natürlich, der Digitalpakt ist aktuell bis 2024 finanziert. Das heißt, die große Frage der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das sind so 2 Fragen, die man sich dabei auch stellen muss. Und dann kommt für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit hinzu, ist, jeder hat wahrscheinlich die Handelsblatt-Schlagzeile schon gehört, das Geld fließt nicht ab, das dauert alles zu lange, und ich glaube, man muss einfach sich den Digitalpakt mal anschauen. Der Digitalpakt hat eigentlich mit Digitalisierung erstmal nichts zu tun. Also abgesehen von dem Geld, für das Endgeräte gekauft werden dürfen. Aber eigentlich geht es um digitale Infrastruktur. Es geht um eine Vernetzung, um WLAN, es geht um digitale Tafeln. Und entscheidend ist, glaube ich, sind 2 Sachen. Es ist keine volle Förderung, sondern die Kommunen oder die Schulträger müssen selber noch Geld dazugeben und vor allem den Betrieb und die Wartung sichern. Und jeder weiß, wer ein Auto hat, wenn ich ein Auto kaufe, dann ist das Auto mal gekauft, aber wenn dann nach 2, 3 Jahren die ersten Rechnungen kommen, was so ein Auto auch kosten kann. Und ich glaube, das ist so auch die große Schwierigkeit und der Diskussion auch, das, was ich vorhin meinte, dass die alle Beteiligten am Tisch sitzen müssen. Denn aus meiner Sicht ist es schon so, dass man sich als Staat mit dem Digitalpakt eine gewisse Aufbruchstimmung erzeugt hat. Ja, man hat es geschafft, 5 Milliarden in die Bildung zu bringen. Aber, und jetzt kommt die erste Frage, die mein Kämmerer natürlich sofort sagt, wie geht es denn danach weiter? Das zum Thema Sprachlabor. Also ich bin ein halbes Jahr jünger als du, und von daher waren bei mir die Sprachlabore schon kaputt, weil die Kommune kein Geld mehr hatte, die neu zu ersetzen beispielsweise. Ne? Also das ist genau der Punkt. Und deswegen muss man sich den Digitalpakt aus meiner Sicht anschauen und sagen, das Geld fließt ab. Ja, also ich kann nur, man muss sich das mal überlegen, wenn ich jetzt um das Thema Infrastruktur, eine Vernetzung einer großen Schule, dauert bei mir ungefähr 1 Jahr.
von der Ausschreibung, von der Fachplanung bis zur Vergabe, bis zur Umsetzung. Dann kam bei der Umsetzung noch dazwischen, dass die Baufirmen teilweise nicht arbeiten durften oder kein Material hatten, weil sie kein Material aus China bekommen haben. Das heißt, und dann muss ich das Ganze abrechnen. Und ich behaupte, es sind aktuell mehrere Milliarden in der Umlaufbahn, die sind aber noch nicht abgerechnet. Das heißt, der Digitalpakt läuft gut und man muss aber jetzt schon nachdenken, und zwar auf allen drei Ebenen, Bund, Land und Kommunen. Wie kann ich dauerhaft Schule so ausstatten, dass sie genau das machen soll, von dem wir die ganze Zeit reden, nämlich einen guten Job. Ich brauche also Rahmenbedingungen, die eine neue Stabilität und Verlässlichkeit auch erzeugen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, also die Wanka-Milliarden 2016 eigentlich bewilligt. Ich glaube 2019 im Mai, ich bin jetzt ja, nicht ganz sicher, war sozusagen der Startschuss. Dort liefen ja noch nicht mal die Beantragungsverfahren, sondern es war der Startschuss. Dein Eingangsstatement war, wir reden da ja noch nicht über Digitalisierung, sondern wir reden über digitale Infrastruktur. Jetzt nicht nur der Kämmerer muss sagen, wie kann ich das hinterher am Laufen halten, sondern die Frage auch, ja, wie kommen wir denn dann zur Digitalisierung, wenn es das noch nicht ist? Wollen wir wieder einen Prozess starten, der dann 4 Jahre oder 5 Jahre braucht, bis er dann so weit ist, dass ein Status gegeben ist und dann fangen wir erstmal darüber nachzudenken, oder sollte es ein paralleler Prozess sein? Also sollten sich die Beteiligten nicht jetzt schon an den Tisch setzen und aus den Erfahrungen vielleicht auch schon Schlussfolgerungen ziehen für das, was danach kommt? Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir heute schon ganz nach diskutieren. Das Thema Digitalisierung oder wir als Gesellschaft müssen akzeptieren, dass wir in einem digitalen Zeitalter leben. Und dementsprechend müssen wir als Gesellschaft Regeln aufstellen, in denen wir in dieser digitalen Gesellschaft leben wollen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist auch, das hat ja was mit Bildungsgerechtigkeit zu tun. Ja? Es kann ja nicht sein, dass die Ausstattung einer Schule, egal ob es digital oder analog, ob Toiletten funktionieren oder nicht, davon abhängt, wie stark eine Kommune oder ein Schulträger ist. Und ich glaube, wenn ich mir überlege, ich komme ja aus Bayern, dass es da einfach Regionen gibt, die sind strukturstärker und es gibt welche, die sind schwächer. Und wenn ich aber den Digitalpakt jetzt sehe, ist es schon mal der erste Schritt dazu, eine gewisse Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Und ich glaube, wenn man diese Ausstattung, Infrastruktur auch den Lehrern zur Verfügung gibt oder stellt, dann werden die das auch, und zwar auch mit Fortbildungen, die nehmen die an. Also ich habe ja noch einen richtigen Job. Ich bin ja Leiter eines Fortbildungsinstituts und ich kann nur eins sagen, die Lehrer rennen uns die Bude ein. Und zwar, ich habe, egal ob das Veranstaltungen zur künstlichen Intelligenz sind, ob das die Veranstaltungen sind zum Thema, wie mache ich Unterricht im hybriden Lernen. Wir hatten alleine fast 4000 Lehrkräfte im Office 365 Fortbildungen in der Corona-Zeit. Das heißt, wir müssen da auch Angebote machen, wir müssen die Lehrer abholen, die Schüler abholen und auch die Eltern abholen, damit sie wissen, was in Schule passiert. Ich würde genau zu diesem Punkt, würde ich Herrn Schaub nochmal dazu bitten. Jörg, wir machen gleich noch eine Abschlussrunde, aber an der Stelle, wir haben in der Vorbesprechung war das Thema so Cloud. Ist das eigentlich ein Unwort oder wie auch immer? Sie haben es vorhin so ein bisschen gesagt, es geht darum, die Möglichkeiten zu schaffen, dass Pädagogik auch in einer Krise stattfindet. Und von daher würde ich auch meine Fragestellung dahin ein bisschen ändern und sagen, wie gelingt es uns, diese Brücke zwischen Infrastruktur, das heißt, da muss irgendwo ein Netz zur Verfügung stehen, wo ich etwas aufsattel. Jetzt bin ich auch sehr lange im Geschäft, was digitale Bildung angeht, und da war mal, jahrelang hieß es dann, wir brauchen ein pädagogisches Netzwerk. Also das war dann irgendwie der Server, auf dem Bildungsmedien gelagert und verwaltet und distribuiert wurden. Cloud hört sich jetzt so riesig an, aber ich glaube, diese Frage greift zu kurz. Also ich würde die Frage mal, ist der Digitalpakt jetzt schon so weit auf dem Weg, dass man sagen kann, ja, da können wir jetzt mit entsprechenden Plattformen, nenne ich es jetzt mal, oder Lernumgebungen so aufsetzen, dass so etwas wie Bildungsgerechtigkeit auch hergestellt werden kann. Weil es nützt ja nichts, wenn ich irgendwo auf einem Dorf sitze, keine Internetanbindung habe und tatsächlich dann Micha Palesche mit den Arbeitsblättern vor der Tür steht und klingelt und mir durchs Fenster reicht. Also diese Infrastruktur brauchen wir. Ich glaube, da müssen wir hier gar nicht drüber streiten. Aber wenn sie dann vorhanden ist, was satteln wir da auf? Und was ist die Aufgabe auch dessen, was dann da aufgesattelt wird? Bildungsgerechtigkeit herstellen, Unterricht zu ermöglichen. Also ich stelle es jetzt mal so offen, die Frage.
Ja, ich glaube, das ist jetzt wieder spannend, weil es so ein bisschen ins Schwammige hinein abgleitet. Also der Digitalpakt, das haben Sie absolut korrekt gesagt, ist ja nicht gemacht für die Bewältigung einer Corona-Krise. Infrastruktur in der Schule, um in der Schule diese Bedingungen so zu schaffen, wie sie der Kollege Palesche jeden Tag seit Jahren vorfindet. Damit fangen wir mal an. Das war also, ja. Man kann die ganze grundsätzliche Frage stellen, wer jetzt im Moment Zeitungen liest, findet ja immer den Ruf nach der Bundescloud, er findet den Ruf nach, der Bund möge sich viel stärker im Schulsystem einbringen und so weiter. Ob das besser ist, wenn alles zentral ist, ist die Frage. Die Schulträger werden schon stark hellhörig und schwitzig, wenn wir als Land auf die Idee kommen, uns einzumischen in Ausstattungsvarianten. Diese Cloud-Idee und Plattform ist ja das Stichwort. Diese Frage nach der Plattform, die mutet so entspannt und locker flockig daher an, weil jeder von uns zu Hause in irgendeiner Art von, wie auch immer geart, heimischer Umgebung irgendeine Art von Plattform nutzt. Da haben wir unsere Plattform für Videos, dann haben wir unsere Plattform, auf die wir irgendwie unsere Urlaubsfotos hochladen und all diese ganzen Dinge. Und wir haben es aber hier mit einer wirklich ganz, ganz komplexen technischen Aufgabe zu tun, wo auch die Großen, also auch die ganz Großen, die Microsofts dieser Welt, regelmäßig einen Schreck kriegen, wenn wir als Baden-Württemberger kommen und sagen, es geht hier um 1,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, bei denen jeweils mindestens ein Erziehungsberechtigter hinterklemmt und um 130.000 Lehrer. Es geht um ständig wechselnde Arbeitskonstellationen. Und wir können gar nicht genau sagen, ist das eigentlich eher ein Down- oder ein Upload-Szenario, mit dem wir unterwegs sind? Ist das möglicherweise ein Spitzenzeiten-Szenario? Morgens um 8 machen alle irgendetwas? Oder ist das so ein Steady-State-Szenario? Dann gehen mal welche raus und welche wieder rein. Und insofern fängt es dann an, ganz schnell sehr, sehr technisch zu werden in der Diskussion, von der Frage von Load Balancing hin zur Frage der Anbindung bis letztendlich zur Frage, was machen wir eigentlich in dem Moment, wo ein Schuljahreswechsel stattfindet? Können wir jemandem zumuten, alle Schüler händisch irgendwie umzutragen? Und dann kommen alle Cloud-Anbieter, alle gemeinsam, an den Punkt, dass sie sagen, das haben sie noch nie erlebt. Sie sind immer in relativ stabilen Systemen unterwegs. Selbst wenn ich eine große Belegschaft einer Firma habe, da habe ich eine Fluktuation, natürlich, aber nicht in dem Maße. Selbst wenn ich mit Universitäten zu tun habe, habe ich mit Lastspitzen zu tun, aber nicht in dem Maße. Wenn wir die, es gibt von der Uni Graz, gibt es zur Auswertung, was deren Rechenzentren angeht. Das ist bemerkenswert, wo die Spitzenlasten haben. Da kann man gut über Cloud sprechen, denn wenn die Verwaltung da anfängt, sind die Studenten schon längst wieder draußen aus dem Netz. Das ist bei uns alles ein bisschen anders. Und wenn dann jemand kommt und sagt, jetzt machen wir eine Bundescloud, dann ist damit nicht verbunden die Frage, die Sie gerade aufgerufen haben, und wer betreibt das Ding? Also zu sagen, wir bringen Pakete in die Schule und der Schulträger schraubt die an und betreibt sie und ersetzt sie, ist ziemlich bequem für mich. Ich kann also bei Gelegenheit verkünden, ich habe den Digitalpakt abgewickelt und dann sind die Kollegen dran. Und genauso bequem ist das, wenn ich von der Bundescloud spreche, zu sagen, hier kriegt ihr einen Code und der Rest ist dann eure Baustelle. Denn spannend wird es erst, wenn wir uns anfangen, in diese Fragen hineinzudenken, was will ich denn mit dieser Cloud? Und wahrscheinlich will die Kollegin bei Herrn Palesche in der Schule A etwas anderes als die Kollegin B in seiner Schule. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der Kollege C, D und E und bis sonst wohin in allen anderen Schulen noch mal wieder was ganz anderes möchte. Und vor dem Hintergrund bleibt die Frage, wenn wir dann immer zurückverfallen auf sozusagen das Grundkonstrukt, ja, ein bisschen Termine verwalten, ein bisschen Schulorganisation, ein bisschen Lernmanagement. Ja, Freunde, da sind wir eigentlich, Kollege Schumacher nickt hoffentlich in seiner etwas progressiveren Art, da sind wir eigentlich ein bisschen raus, wenn wir von Personal Learning Environment sprechen. Ja. Ich muss gerade so lachen. Weil im Endeffekt ist ja das genau das, was aktuell auch insgesamt so die Sehnsucht ist. Nur die Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Ja, wir machen eine Bundescloud und dann ist jeder glücklich. Ja, oder auf der einen Seite wollen wir eine einfache Lösung für alle und auf der anderen Seite muss aber der Kollege A, B, C und D seinen Hasengarten, heißt es bei uns immer so schön, weiter betreiben dürfen. Also, und das ist genau das ist aber genau diese Mischung. Und ich glaube, und das ist diese große Herausforderung. Ja, natürlich, wenn ich zu Hause... Ja, die Frage ist ja schon der Begriff Cloud. Ja, letzte Woche war ich bei einem IT-Hersteller, der hat gesagt, Cloud ist ein Betriebsmodell. Ja, für mich ist Cloud aktuell, ich schalte Netflix an und schaue mir die Filme an.
Ja. Oder heute im Zug von Mainz hierher. Ich war die ganze Zeit in einer Videokonferenz. Hat übrigens super funktioniert. Also danke für das WLAN im Zug, das sicherlich von Baden-Württemberg dann auch ausgebaut wurde. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Und ich glaube auch, das ist das, was diese Komplexität auch macht. Auf einer Seite diese Heterogenität der Ansprüche, der Vorstellungen. Und auf der anderen Seite diese Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Und deswegen komme ich da wieder auf das zurück, was ich glaube. Man muss sich, das, was wir auch in Nürnberg gemacht haben, ich muss mich mit den Leuten, die das dann auch später nutzen sollen, an einen Tisch setzen. Und es kommt der spannende Punkt. Diese Leute sollen sich erstmal klar werden, was sie eigentlich machen wollen, was ihr Auftrag ist. Also was sind so neudeutsche Use Cases? Ja, was ist Schule? Schule ist ja mehr als Unterricht. Will der Hausmeister sein Smart die Heizung damit steuern beispielsweise? Also das sind alles so Fragen, die ich natürlich zu Hause privat für mich alleine entscheide. Ja, Heizung hoch oder ich Heizung runter, meine Frau Heizung hoch. Das sind so Dinge, die diskutiere ich im Kleinen und das muss ich hochskalieren. Oder ich muss tatsächlich, und das ist genau der Punkt, Rahmenbedingungen schaffen, dass ich sage, vor Ort entscheidet derjenige, was für ihn am besten ist. Weil eine Bildungscloud kann vielleicht für eine Grundschule ideal sein oder ein Gymnasium, für eine Berufsschule gar nicht passen. Das heißt, diese Sehnsucht nach dem, ich sage jetzt mal, Sozialismus-Gummistiefel in Schuhgröße 42, wenn er dir zu klein ist, machst du ein Loch vorne rein oder du ziehst noch eine Socke zusätzlich an. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Und ich glaube auch, der Wettbewerb ist auch ziemlich notwendig, damit man da etwas geht. Aber es geht darum, Austauschmöglichkeiten, Rahmenbedingungen, ist das schöne Wort Interoperabilität, das heißt, ich brauche Schnittstellen, dass das passt. Und entscheidend ist für mich auch eins, ich glaube, wir in Deutschland, wir konzentrieren uns immer viel zu sehr auf die 16 Bundesländer. Ich glaube, man sollte auch mal schauen, was andere Nationen machen, wie das vielleicht das Ausland macht. Ja, aktuell, vor 10 Jahren sind wir alle nach Finnland gefahren, weil da waren die PISA-Sieger, jetzt fahren wir alle nach Estland. Ja, aber das ist eine andere Struktur, eine andere DNA auch des Landes, wie man mit dem Thema Digitalisierung umgeht. Und ich glaube, das muss man auch berücksichtigen, damit man die Leute mitnimmt und nicht von den Kopf stößt. Und auf der anderen Seite, dass die Leute es auch nutzen. Okay, jetzt sind wir schon fast am Ende. Das Thema Sehnsucht hast du gerade aufgemacht. Also ich habe eine große Sehnsucht, gerade wenn ich hier so in den Kreis schaue, die Sehnsucht, dass wir uns auf der LearnTech überhaupt wiedersehen dürfen. Das wäre für mich eine große Sehnsucht, weil mir hat die Diskussion unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten auch einfach mal die Ruhe, die Dinge ausführlich zu beleuchten. Das ist vielleicht auch etwas, was man sich auch in Krisenzeiten gönnen sollte. Nicht immer den Schnellschuss und nicht immer sofort alles bewerten und niedermachen und was hat nicht geklappt, sondern Horizonte zu öffnen. Das hat mir heute in dieser Runde, haben wir, glaube ich, viele Horizonte geöffnet und es würde mich unglaublich freuen, wenn es uns gelingen würde, das auf der LearnTech dann auch wieder Auge in Auge und im Rahmen von Diskussionen und Diskussionen an den Ständen, wenn wir das hinbekommen. Ich würde sagen, vielleicht jedem nochmal so 60 Sekunden am Ende nochmal einmal, ich weiß nicht, Sie können aufgreifen, was ist Ihre Sehnsucht bis zur LearnTech oder aber auch, was ist der Wunsch vielleicht an die LearnTech, was wir vielleicht noch ermöglichen können im Vorfeld. Ich würde auch mit Ihnen beiden, die Sie jetzt, oder dir und Ihnen gerne einfach nochmal diese 60 Sekunden zuwerfen und dann kommen Jörg und Micha, du hast angefangen, du kriegst dann auch das Schlusswort. Also das hätte ich gerne nochmal am Ende, dass wir da vielleicht nochmal so was Kurzes, Knackiges, vielleicht auch ein Motto für die nächsten Monate. Denken Sie einen Moment drüber nach und wer den Ball aufnehmen will, gerne. Sie, ich. Gut. Also ich, 60 Sekunden ist ganz einfach. Ich habe 20 Sekunden fürs Erste. Ich habe es vorhin schon gesagt, einfach machen und zwar loslegen und es aber so machen, damit viele mitmachen können. Das Zweite ist, keiner kann es allein. Und drittens, es ist völlig egal, ob das Bund, Länder oder Kommunen sind, es ist immer die Steuergelder des Bürgers und es geht um die Zukunft der Schule und dementsprechend ist es unser Auftrag und unsere Verpflichtung, das gemeinsam hinzubekommen. Ich würde es zweiteilen. Ich würde zuerst einen Appell nochmal ausstrahlen. Sie haben es eben gesagt, wir haben ja heute die Ruhe gehabt, Dinge mal etwas hintergründiger zu beleuchten. Wenn wir ein bisschen Aufgeregtheit aus der Diskussion herausnehmen würden und ein bisschen diese vereinfachten Darstellungen hinterfragen würden, dann wäre uns allen viel geholfen, weil wir wirklich eine immense Energie dafür aufwenden müssen, Dinge zu erklären, die schon bei leicht näherem Hinsehen eigentlich gar nicht so einfach sind, wie sie häufig dargestellt werden. Das ist so mein Appell und dafür auch herzlichen Dank, dass wir es heute machen konnten. Und Sie haben gehört, wenn die LearnTech stattfindet, also wir wären auf jeden Fall dabei und wir glauben, dass es für uns in dieser Phase dann
vielleicht, wenn sie denn stattfinden darf, dann ist das ja offensichtlich auch ein Zeichen für, oder ein Symptom zumindest für eine Normalisierung einer Gesamtsituation oder eine gewisse Sicherheit, die wir dann haben werden. Dann wäre es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dass wir mit den Besucherinnen und Besuchern, mit den Lehrerinnen und Lehrern, die da vorne sind, die Chance nutzen, zu reflektieren und einzusammeln. Im Prinzip 60 Sekunden, okay. Die Digitalisierung und Pandemie bringen eine neue Dynamik. Das ganze System ist in Bewegung. Ich sehe das sehr positiv. Wir haben noch keine fertigen Lösungen, die wird es nicht geben. Aber wir werden uns durch diese Beschleunigung sehr schön entwickeln können. Und meine Einrichtung und das ganze Netzwerk der Medienzentren, wir werden hier auf jeden Fall unterstützen und das Ganze weiter befruchten und uns selbst natürlich auch, weil wir lernen ja immer auch von den Vorreitern wie Micha oder andere. Wir haben in Karlsruhe 3 Smart Schools und in Interaktion mit den Schulen geht es nach vorne. Ich freue mich auf die LearnTech. Dort werden wir einen Medienkompetenztag haben. Und das Geniale an der LearnTech ist eigentlich dieser Blick über den Tellerrand, dass man eben Leute aus dem Bildungsbereich, die ihr ganzes Leben im schulischen Kontext leben, agieren, dass man ihnen auch zeigen kann, hier, da draußen gibt es neue Ideen, neue Impulse und wir sind ein Teil des Ganzen. Das ist vielleicht das. Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir diese aktuelle Diskussion, die wir ganz häufig über Technik führen, auch aus der Not heraus, weil wir sie brauchen letztendlich, um die Bedürfnisse an den einen oder anderen Stellen so zu machen, dass wir wirklich auch im Fernlernen arbeiten können, aber auch analog arbeiten können, dass wir diese Diskussion von der Technik tatsächlich dann in die Pädagogik weiterentwickeln können, beziehungsweise dass viele Schulen feststellen, dass Technik eben noch keinen anderen Unterricht macht, sondern dass wir über Lernen neu nachdenken müssen, dass Schulen sich auf den Weg machen, über Lernen anders zu denken, vielleicht Schule anders zu denken, in Räumen anders zu denken. Das wäre mein großer Wunsch. Und klar, wenn wir uns analog sehen, auf der LearnTech würde mich das freuen, denn das Gute bei diesen analogen Treffen ist ja auch die Gespräche danach. Und das werden wir jetzt sicherlich auch noch pflegen. Das sind nämlich genau diese informellen Dinge. So, wir haben gerade das Learning auch aus dieser Runde. Ich glaube, wenn man miteinander spricht über die verschiedenen Institutionen hinaus, dann können Probleme oder andere Dinge aus der Welt geschafft werden. Unaufgeregt, denke ich, und das wäre mein großer Wunsch. Vielen, vielen Dank in die Runde. Wir haben 4 Kooperationspartner der LearnTech jetzt live erlebt, in Person von Herrn Schaub, vom Micha Palesche, vom Jörg Schumacher und vom Christian Büttner. Und dahinter steckt natürlich eine Schule, ein Kultusministerium, ein Medienzentrum und das Bündnis für Bildung, die natürlich dann auch nochmal als Institution viel breiter auch auf der LearnTech präsent sein werden. Und mir bleibt es nur noch, Sie einzuladen. Verfolgen Sie die weiteren Aktivitäten über die nächsten Monate. Wir werden immer aktuell über die Stände auch des Programms und wie alles geplant ist informieren. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn nicht nur wir uns auf der Messe wiedersehen, sondern auch diejenigen, die jetzt gerade zugeschaut und zugehört haben, dann vielleicht den Kontakt zu uns suchen vom 2. bis zum 4. Februar in Karlsruhe auf der LearnTech. Wir sind in der DM-Arena mit dem Forum School at LearnTech. Bis dahin alles Gute und vielleicht können wir da die Diskussion fortführen. Es würde mich freuen.